Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, Freundinnen, das Meeting wird natürlich aufgezeichnet, damit all die, die es heute terminlich nicht schaffen, in den üblichen multimedialen Foren dann noch nach betrachten können. Ja, wir freuen uns sehr, die sehr erfolgreiche virtuelle Vortragsreihe der vergangenen Jahre, anderthalb Jahre, auch dieses Jahr fortzusetzen. Ich begrüße alle zum ersten Online-Symposium 2022 und aus gegebenem Anlass ist das Thema des ersten Online-Symposiums für dieses Jahr der gastrointestinale Stromatumor. Der Anlass ist die vor wenigen Wochen erteilte europäische Zulassung von Ribretinib für die Viertlinientherapie. Die offizielle Markteinführung mit Verfügbarkeit in den deutschen Apotheken liegt jetzt eine Woche ungefähr zurück. Das heißt, die Substanz ist jetzt angekommen und das haben wir zum Anlass genommen, das als Hauptthema für heute zu wählen. Wollen dann im zweiten Teil natürlich auch nochmal an die jetzt schon gutes Jahr zurückliegende Zulassung von Avapritinib eingehen, also in gut einem Jahr Zeitabstand zwei neue Substanzen für eine seltene Erkrankung. Das ist schon sehr bemerkenswert und zeigt einfach die Dynamik der Entwicklungen beim gastrointestinalen Stromatumor. Und das wollen wir jetzt entsprechend würdigen. Mit wir meine ich Sebastian Bauer und mich und freue mich jetzt direkt an Sebastian zu übergeben. Wir werden das Ganze gemeinsam diskutieren und moderieren und werden uns auch in typischer Weise relativ ungeniert gegenseitig ins Wort fallen, wenn nötig. Sebastian. Genauso machen wir es, Peter. Vielen Dank für die Einleitung. Du hattest ja schon gesagt, so wie es in der Einladung zu diesem Mini-Symposium angekündigt war, sind das die Themen nochmal. Und wir werden nach etwa 90 Minuten von gemeinsam diskutierten Daten, werden wir dann noch das Podium eröffnen für Interaktion und Fragen. Sie können oder ihr könnt, Sie können jederzeit natürlich in den Chat schon Sachen reinschreiben, die wir sammeln und Ideen, die wir diskutieren können. Dann greifen wir das direkt auf. Genau, in diesem Kontext, ja. Noch, Sebastian, ich gucke hier gerade in der Teilnehmerliste. Wir sind wieder international und freuen uns auch über außerdeutsche Zuschaltungen. Aus der Schweiz sehe ich einige Zuschaltungen. Bin mir nicht ganz sicher hinsichtlich Österreich, aber aus der Schweiz die bekannten Verdächtigen sind dabei, also auch von uns beiden herzliche Grüße in die Schweiz. Genau, ich wollte erst mal starten damit, dass alle, die vielleicht nicht ganz im Thema sind, daran zu erinnern, dass vor wenigen Monaten die ESMO-Guidelines für GIST veröffentlicht wurden. Das ist für uns eigentlich das wichtigste Dokument. Es ist aus meiner Sicht so die ausführlichste Darstellung, was der Standard of Care für GIST ist. Und deswegen greife ich auch in den einleitenden Slides ein bisschen auf den Therapiealgorithmus ein, der in den Guidelines dargestellt wurde. In dem Kontext auch nochmal zur Erinnerung, es gibt jetzt die S3-Leitlinie für Sarkome. Wer sich die noch nicht runtergeladen hat, auch da ist das Thema GIST vorgestellt und diskutiert, wobei aus meiner Sicht ausführlicher sind sicherlich die ESMO-Guidelines in dem Fall. GIST, das wissen alle von Ihnen, sind gastrointestinale Tumoren. Das steckt ja auch im Namen drin. Die sind selten, 1 bis 2 pro 100.000 Einwohnern im Jahr. Klinisch relevante maligne GIST, die Inzidenz von diesen zufällig entdeckten GIST ist natürlich deutlich niedriger. Durch die Verbesserung der Therapie ist allerdings die Prävalenz sehr hoch und in den Spezialambulanzen, von denen ja auch einige vertreten sind jetzt hier, ist natürlich die Zahl der GIST-Patienten, die wöchentlich dann kommt, höher und sie wird möglicherweise in den nächsten Jahren auch noch mal höher sein. Die gemeinsame Vorläuferzelle
von GIST sind die interstitiellen Zellen von Kajal, also die Schrittmacherzellen des Darms. Auch das wissen die meisten, die heute sich dazugeschaltet haben. Das, was wir in den letzten Jahren immer detaillierter beschrieben haben mit verschiedenen Arbeitsgruppen, ist das Spektrum der verschiedenen Genotypen, die es bei GIST gibt. Klar, wir wissen schon seit 1998, dass KIT-Mutationen die häufigste aktivierende Mutation bei GIST sind. Also etwa 80% der Patienten haben eine KIT-Mutation. Es gibt Patienten, die am zweithäufigsten eine PDGFR-Mutation haben, in dem Fall, wenn man jetzt die Primärdiagnosen betrachtet. Und dann gibt es natürlich die seltenen syndromalen GIST, also NF1-mutierte GIST, STH-defiziente GIST und noch so ultraseltene Typen, komme ich gleich noch drauf. Insbesondere NTRK ist etwas, was man im Kontext mit gastrointestinalen Sarkomen schon mal gesehen hat. Also Fusionen sind etwas, was man untersuchen muss, wenn man nichts von diesen ganzen Sachen findet. Was aber sicherlich auch immer noch sehr unterschätzt ist, und das haben wir ja bei der ESMO-Tagung letztes Jahr noch mal sehr schön demonstriert bekommen von den Kollegen aus Spanien, dass bei den sogenannten Wildtyp-GIST verstecken sich bei der Hälfte der Fälle oft klassische KIT-Mutationen, die einfach durch Sanger-Sequenzierung vielleicht gar nicht entdeckt wurden. Sebastian, kurze provokative Zwischenfrage. Was ist die Diagnose GIST ohne Mutationsanalyse wert? Tja, also du hast es mal an anderer Stelle erwähnt, das ist so viel wert wie Sie haben einen Magen-Darm-Krebs. Das ist eigentlich, wenn man eine aktive Therapie macht, muss man sagen, darf man sich nicht zufrieden geben, ohne dass man den Genotyp vorhanden hat. Man kann insbesondere in einer Situation, wenn Patienten eine medikamentöse Therapie brauchen, hängt von dem molekularen Subtyp eben zum Beispiel die Dosierung ab, aber eben auch die Auswahl der Primärtherapie, wie wir später noch sehen werden. Aber auch für Patienten, gerade bei jüngeren Patienten, die vielleicht ein Niedrigrisikogist haben, hängt davon unter Umständen ab, ob eine humangenetische Beratung erfolgen muss oder nicht. Genau, und dieses Spektrum, was Sie jetzt eben gesehen haben, diese Granularität der pathologischen Subtypen oder auch molekularen Subtypen, die wird jetzt sehr ausführlich und für das ungeübte Auge auch relativ erschlagend in diesem Algorithmus dargestellt. Aber das ist eben sehr wichtig und es ist auch wichtig, dass man sich in diesen Algorithmus eindenkt. Denn inzwischen gibt es 7 Medikamente, die integriert sind in diese Behandlungsempfehlungen. Es gibt 4 zugelassene Medikamente, aber auch noch weitere Medikamente, die man geben kann. Also NTRK sicherlich ist entitätenunabhängig zugelassen, aber BRAF-MEK-Inhibitoren wären in den sehr, sehr seltenen Fällen, dass man einen BRAF-V600E-mutierten GIST hat, wäre das auch nach Krankenkassenantrag in jedem Fall eine mögliche Indikation. Und die neuen Zulassungen sind eben auch schon in die Guidelines integriert, deswegen braucht man sich da gar nicht wundern. So, wo kommen wir jetzt also her, wenn wir noch mal kurz reflektieren über die metastasierte GIST-Erkrankung, und zwar die metastasierte GIST-Erkrankung, die hier in diesem Algorithmus als imatinib-sensible Mutation beschrieben ist. Das wird unterschieden, das ist jetzt alles ein bisschen gedrängt auf diesem Bild, aber das ist genau, jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich die Laserpointer, so. Also, dieser ganze Bereich ist der eigentlich das Gros der Patienten ausmacht. Und auf diesen Teil kommen wir insbesondere im zweiten Teil nochmal im Kontext mit Avapritinib zurück. So. Also wenn wir starten, wir haben die Diagnose eines metastasierten GIST und wir haben eine imatinib-empfindliche Mutation, dann ist die erste Frage, liegt eine Exon 11 Mutation von KIT vor oder aber eine Exon 9 Mutation. Standard bei allen imatinib-sensible Mutationen, die nicht Exon 9 sind, ist 400 Milligramm. Das ist da auch so hinterlegt. Wenn Exon 9 vorliegt, dann ist der Standard der Therapie 800 Milligramm Imatinib. Und das basiert zum einen die Zulassung natürlich auf der
auf den zwei großen Studien, der europäisch-australischen und der amerikanischen Studie, die natürlich gezeigt hat, dass es im Vergleich zum historischen Verlauf dieser Patienten dramatisch besser ist. Man hat aber auch bei der gepoolten Analyse von zwei Dosen, also 400 versus 800 Milligramm, gesehen, dass ausschließlich Patienten mit einer Exon-9-Mutation, also hier in dem Fall 800 Milligramm hellblaue Kurve, tatsächlich einen Vorteil für das progressionsfreie Überleben zu sehen ist. Und wenn man sich hierbei auch nochmal anschaut, dass die Remissionsrate höher ist, spricht alles dafür, bei diesen Patienten möglichst früh auf 800 Milligramm zu eskalieren. Es ist in der Guideline vorgeschlagen, dass im Falle einer Progression unter Imatinib 400 Milligramm die Dosis erhöht werden kann auf 800 Milligramm, also es ist eine Kann-Empfehlung. Hierbei muss man aber auch noch mal darauf hinweisen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich das Wachstum moduliert, also dass man eine Progression in irgendeiner Form abschwächt, bei Patienten, die eine Exon 11 Primärmutation hatten, sehr unwahrscheinlich ist. Deswegen bevorzugen das auch viele, diese Dosiseskalation nicht vorzunehmen, außer es ist so eine ungewöhnliche frühe Progression, wo man sich fragt, ob vielleicht genug von dem Medikament überhaupt ankommt. Sebastian, wie macht ihr das persönlich? Vielleicht an der Stelle noch ein Wort. Bevor man die Dosis eskaliert, ist ganz sicherlich ja zwingend erforderlich, die Compliance nochmal zu beleuchten. Gibt doch selten, zwar sehr selten alles in allem, aber es gibt doch den einen oder anderen Patienten, der vielleicht jetzt hier eine suboptimale Compliance hat. Und dann macht es natürlich relativ wenig Sinn, die Dosis zu erhöhen, wenn er schon die eine Tablette nicht einnimmt. Und gerade bei einem initial nicht vorhandenen Ansprechen, wenn eine sensitive Mutation bekannt ist, da ist natürlich schon auch durchaus das Augenmerk auf die Compliance nochmal zu richten. Also wir sind in den doch jetzt vielen zurückliegenden Jahren sehr zurückhaltend geworden mit der Dosis-Eskalation an dieser Stelle, wenn der Patient wirklich eine sensitive Mutation hat, also eine 400 Milligramm sensitive Mutation, die Medikation konsequent eingenommen hat, dann ist eigentlich unser zweiter Schritt in den allermeisten Fällen dann Sunitinib und nicht 800 Milligramm. Das ist schön, dass du mich nochmal daran erinnerst, dass ich klare Statements mache. Ich mache das genauso, wenn jemand von Imatinib 400 Milligramm profitiert hat und es ist so eine echte sekundäre Progression, die ja meist erst nach anderthalb, zwei, drei oder später Jahren auftritt, dann habe ich das selber auch nicht erlebt, dass man mit der Dosis-Eskalation was gewinnt. Wir machen das auch nicht. Wie gesagt, die Kasus, wo man den Eindruck hat, entweder kommt es nicht an oder der Patient nimmt es vielleicht unregelmäßig, das sind die Situationen, wo man eher danach forschen muss, was mit der Einnahme nicht stimmt oder ob es wirklich nicht ankommt. Aber aus meiner Sicht ist die Compliance der Patienten unterm Strich heutzutage extrem gut, auch dank der Sarkom-Stiftung und des ursprünglich Lebenshaus, weil die für sehr viel Verständnis gesorgt hat bei den Patienten. Genau, es ist integriert in die Leitlinie auch nochmal die Bewertung, soll man in der metastasierten Situation residuelle Tumorerkrankung resizieren? Das ist ja in dem Fall basierend auf verschiedenen Arbeiten. Das ist eine, an der wir jetzt teilgenommen hatten, wo man untersucht hat, was passiert bei Patienten, die in Remission operiert wurden und wo man es schafft, die Erkrankung makroskopisch komplett zu entfernen. Da sieht man, dass es scheinbar so ist, dass bei etwa der Hälfte der Patienten man auch längerfristig die Erkrankung stabilisiert, während bei den Patienten, wo man das nur teilweise operiert, das mediane progressionsfreie Überleben eigentlich so ist wie bei Patienten, die man gar nicht operiert. Aber das ist eine Evidenz, die für uns jedenfalls, und Peter, du kannst das auch nochmal kommentieren, eigentlich so stark ist, dass wir meinen, bei jedem Patienten sollte eine Operation geprüft werden in der metastasierten Situation. Aber da ist halt je nach Alter und auch Ausdehnung der Erkrankung erfordert das natürlich echt ein gut trainiertes interdisziplinäres Team. Es gibt keine randomisierten Studien, deswegen können wir denn nicht mehr Evidenz als retrospektive Evidenz bieten. Aber es ist eben so stark, dass es auch in den Guidelines nochmal wiedergespiegelt wird, dass man es gemeinsam mit dem Patienten besprechen soll.
Sicher ein ganz wichtiges Thema, was gerade auch in der Zweitmeinung eine große Rolle spielt. Du hast schon angesprochen, es gibt keine randomisierte Studie. Vielleicht ein kleines bisschen relativiert. Es gab zwei randomisierte Studien, die aber beide mangels Rekrutierung abgebrochen wurden. Eine in China, eine europaweit. Wir hatten damals, nachdem die europaweite Studie, EORTC-Studie, mangels Rekrutierung beendet wurde, kurz diskutiert, ob man das Ganze nicht möglicherweise mit einer Registerstudie komplementieren könnte. So nach dem Motto, wenn einer eh operiert wird, dann wird er registriert und wenn einer nicht operiert wird, wird er auch registriert und man macht dann den Versuch einer Matched-Pair-Analyse. Wäre sicher interessant gewesen, hat aus verschiedenen auch regulativen Gründen dann nicht stattgefunden. Aber das Problem ist ja hier sicherlich, es gibt gute Gründe dafür, es gibt überzeugte Befürworter, es gibt auch überzeugte Gegner und es hat schlichtweg die Randomisierung unmöglich gemacht. Deshalb, dass es einen neuen Anlauf für eine randomisierte Studie geben wird, halte ich persönlich für ausgeschlossen. Also mehr Evidenz wird es nicht geben. Insofern, wie Sebastian sagt, entweder die Evidenz reicht für eine individuelle Diskussion, da sind wir überzeugt, das mit Ja zu beantworten. Oder man wartet auf eine randomisierte Studie, dann wird die Wartezeit unendlich bleiben. Genau, das hier sind die Daten aus der gleichen Arbeit, wo man nochmal verglichen hat, was erreicht man eigentlich mit der für die Krankheitskontrolle, wenn man zum Zeitpunkt der Progression operiert. Und das sind Daten, die sind schon relativ alt. Da war eigentlich so der Konsens, dass man gesagt hat, es gibt relativ wenig Nutzen, insbesondere bei generalisierter Progression. Aus meiner Sicht sind in diese Arbeit ziemlich viele Patienten eingeflossen, die schon ziemlich stark vorbehandelt waren, sehr viel Tumorlast hatten. Die Prüfung von einer lokalisierten, also limitierten Progression ist etwas, wo wir schon sehr häufig auch prüfen, ob man eventuell eine Exzision oder eine Thermoablation macht. Imatinib bleibt das bestverträgliche Medikament von allen. Wenn man durch so ein Vorgehen es schafft, die Patienten bei dieser Therapie zu halten, ist das für mich immer ein sehr gutes Argument, eine Lokaltherapie zu machen. Auch einschließlich, was heute kein Thema ist, aber eine stereotaktische Bestrahlung, zum Beispiel der Leber, ist etwas, was außergewöhnlich gut funktioniert. Haben wir ein paar ganz tolle Beispiele. Ist das bei euch dann eine Indikation für ein PET? Ja, das ist eigentlich eine der wenigen Indikationen, wo ich sagen würde, dass ich überhaupt noch PETs bei GIST mache. Einfach nur, weil das nochmal unterstützt, ob man nicht vielleicht doch irgendwelche versteckten Metastasen verpasst hat. Was wir vielleicht nachher nochmal diskutieren können, Peter, ist, oder auch mit allen, die hier sind, was ist eigentlich mit Operationen in späteren Linien? Wir wissen, Operationen um Sunitinib herum und auch um Regorafenib herum war etwas, was man ja immer etwas vorsichtig gemacht hat, einfach nur, weil man relativ viel Pause braucht. Man hat Angst vor Anastomoseninsuffizienzen, man hat Angst vor langen Wundheilungsstörungen. Das heißt, das ist etwas, was vielleicht durch die neuen Therapien, die wir haben, vielleicht auch ein bisschen anders ist, weil die VEGFR-Inhibition nicht so ausgeprägt ist. Aber können wir nachher nochmal besprechen. Ja. So, das heißt, in dieser Linie an 1 haben wir Imatinib. Das hier sind die Langzeitdaten dieser Zulassungsstudie. Man sieht, es gibt einen kleinen Teil der Patienten, die stabil sind. Das ist hier unten. Aber der Großteil der Patienten wird irgendwann eine Progression aufweisen. Was passiert? Nur ganz kurz. Üblicherweise muss man davon ausgehen, Resistenz entwickelt sich nur dann, wenn Zellen tatsächlich wachsen. In der Realität hat man immer den Eindruck, bei einer richtig guten Remission ist es so, dass eigentlich man kompletten Stillstand hat, man hat eine FDG-Komplettremission und dann hat man auch viel solche apoptotischen Herde, zystische Transformationen. Und dann ist es aber trotzdem so, dass man ja, wie gesagt, nur wenige hat, bei denen das langfristig so bleibt. Und wie ist die klinische Evidenz dazu? Viele kennen die Bilder schon, aber das ist trotzdem wichtig, dass man sich vor Augen führt. Wenn man zum Beispiel bei diesem Fall genau das sieht, nämlich eigentlich sieht alles zystisch aus, leblos, man hat nirgendwo Kontrastmittel-Enhancement, komplette Remission im PET. Wenn man diese Herde entfernt, dann sieht man praktisch nie eine pathologisch komplette Remission. Und
Das ist hier nochmal von einem anderen Winkel her gezeigt, ausgedehnte Lebermetastasierung, sehr gute Remission, würde man eigentlich denken, okay, es gibt entweder also zytostatisch gehemmte Zellen oder tote Zellen, aber letztendlich sieht man dann, dass man nach einer Zeit klonales Wachstum hat und diese Klone sind auch unterschiedliche Klone und die führen eben nach einer gewissen Zeit dann in der Regel auch zu einer sichtbaren, messbaren Progression, so wie das hier der Fall ist. Und genau, wenn man dann die Therapie umstellt, hat man das Problem, dass man bei manchen Herden ein gutes Ansprechen sieht, bei anderen wiederum wird es größer. Und das zeigt auch schon das Dilemma, warum Sunitinib plötzlich eben nicht mehr ein medianes progressionsfreies Überleben von 20 Monaten hat, sondern nur von 6 Monaten. Das war die Zulassungsstudie Sunitinib. Und bei Regorafenib ist es eigentlich auch das Gleiche. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass bei diesen Medikamenten die Resistenz schon so heterogen ist. Und das Bild muss ich leider auch immer wieder zeigen, wenn man verschiedene Metastasen bei den Patienten herausoperiert zum Zeitpunkt der Progression, dann wird man verschiedene Mutationen finden. Und wir sehen nachher auch nochmal Daten, dass wenn man das Ganze zum Beispiel mit einer Liquid Biopsy macht, dann ist das Spektrum der Mutationen, die man findet, noch größer. So, Peter, und jetzt übergebe ich an dich, denn der eigentliche Kernpunkt von heute ist ja das Ripretinib als neue Therapie und du gibst mir Kommandos, wenn ich weitermachen soll. Ja, gut, Ripretinib ist mit großer Spannung erwartet worden, ist schon vor vielen Jahren von Mike Heinrich mal beim ASCO angesprochen worden, da hieß es natürlich noch nicht so, sondern da hieß es so, ja, es gibt nicht nur die KIT-Inhibition als solche, sondern da gibt es sowas wie eine Switch-Pocket-Inhibition. So hieß es damals noch. Und wir haben dann lange Jahre abgewartet, ob aus dem Konzept mal was wird. Switch-Pocket-Inhibitor, die Prämisse war, das wirkt grundsätzlich und immer. Und das war natürlich extrem spannend. Weil, wie gesagt, die verfügbaren Substanzen, die haben alle ihre Vor-, aber auch ihre Nachteile. Primär wirkt Imatinib meistens. Sunitinib wirkt dann exzellent bei sekundären Exon 13 Mutationen, aber gar nicht bei sekundären Exon 17 Mutationen. Okay, dafür gibt es dann Drittlinie Regorafenib, wirkt dann bei 17, aber dafür machen wir die Tür Exon 13 wieder auf, weil Regorafenib zwar bei 17 ganz gut wirkt, aber bei 13 nicht. Würde man sagen, na gut, dann kombinieren wir Sunitinib, hemmt Exon 13 mit Regorafenib, hemmt Exon 17. Aber alle, und das werden fast alle Zuhörenden sein, die die beiden Substanzen kennen, möchten sich nicht mal in ihrem schlimmsten Albtraum eine Kombination zeitgleich Sunitinib plus Regorafenib vorstellen. Also schön wäre so eine ganz breite Inhibition, aber die gab es jedenfalls bislang in der Form nicht. Da kommt Ripretinib ins Spiel. Ist wie gesagt ein Switch-Control-Inhibitor. Zeigt gleich noch einen kleinen Film, wie das Ganze funktioniert. Was wir hier jetzt sehen, in einer entsprechenden Konstellation, Imatinib ist jetzt hier in allen Fällen nicht mehr wirksam, hier bei den vorliegenden Mutationen. Nicht wirksam heißt, die IC-Zahl ist extrem hoch, also man bräuchte astronomische Konzentrationen, um eine Inhibition zu erreichen und die sind klinisch nicht erreichbar. Gleiches gilt für Sunitinib, abgesehen von den zwei abgeschnittenen Balken ebenfalls sehr hoch. Regorafenib sehen wir in der Konstellation noch eine vereinzelte Wirksamkeit, aber dementsprechend halt bei Ripretinib eine weitgehende Inhibition. Das sieht aus wie so ein sauber gemähter Rasen, fast nichts mehr übrig, aber kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. So ein paar kleine Inseln, da wächst irgendwie noch was. Und wir gucken mal genau hin, was wir da sehen. 654, das ist Exon 13 da vorne. Also müssen wir das Augenmerk drauf haben. Da kommen wir dann im Verlauf nochmal drauf zu sprechen.
Wenn wir uns hier nochmal das andere angucken, das Genom, da sehen wir, Ripretinib ist schon sehr spezifisch. Wir haben die Hauptinhibition oben bei den Tyrosinkinasen. Ansonsten passiert da nicht sehr viel. Also ein enges Inhibitionsspektrum lässt uns schon mal an ein vergleichsweise nicht so breites Nebenwirkungsspektrum denken. Aber auch dazu gleich mehr. Das nächste bitte. So, der Wirkmechanismus. Vielleicht kurz vorhergeschickt, Tyrosinkinasen gibt es in zwei, hältst du es nochmal an bitte? Gibt es in zwei grundsätzlichen Konfirmationen. Es gibt einen aktiven Zustand, Schalter an, und es gibt einen inaktiven Zustand, Schalter aus. Und hier ist das Geheimnis, wenn ich den Schalter von aus nach an blockiere, dann kann ich die Aktivierung blockieren. Wir sehen jetzt hier zunächst mal die Kinase im inaktiven Status. Inaktiver Status, ich darf das jetzt aus verschiedenen Gründen nicht näher erläutern, ist, wenn hier diese violette Struktur nach unten zeigt. Im aktiven Status zeigt die nach oben. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen zurückgehen, damit man es noch ein bisschen genauer erklären kann. Vielleicht starten wir noch mal, genau. Also hier inaktiv, hochaktiv. Und wir sehen hier den Switch Pocket. So ist an. Und wenn wir jetzt im Switch Pocket blockieren mittels Ripretinib, dann kann der magentafarbene Teil nicht nach oben umklappen, nicht aktiv werden und damit ist dann die ATP-Bindungsstelle nicht frei. Das heißt, durch die Switch-Pocket-Inhibition wird die Aktivierung der inaktive Schalter fixiert. Mit Ripretinib in der Switch-Pocket, wie jetzt dargestellt, bleibt der Aktivierungsloop im ausgeschalteten Zustand, hängt hier so schlaff runter. Bitte jetzt keine Hintergedanken, aber wenn er schlaff runterhängt, ist er aus. Und wenn er quer steht, dann ist er an. Und wenn er an ist, dann ist hinten, wie gezeigt, die ATP-Bindungsstelle frei, kann binden, die Kinase wird aktiviert, Signaltransduktion etc. Also vom Konzept her würde das bedeuten, dass Ripretinib bei jeder Mutation wirkt, bei jeder Sekundärmutation wirkt, weil einfach der Hauptschalter blockiert wird von aus nach an. Nun, ob es klinisch so ist, werden wir sehen. Das nächste bitte. Gut, Ripretinib ist untersucht worden in zwei großen randomisierten Studien, nachdem die Phase 1 Dosisfindung etc. durchlaufen wurde, die schon äußerst vielversprechende Aktivitätsdaten schon bei niedrigen Dosierungen gezeigt hat. Und die erste große Studie war die Zulassungsstudie in der späten Therapielinie, Name der Studie Invictus, randomisierte Phase 3 Studie, viert oder spätere Linie, Mehrzahl der Patienten war in der Viertlinie. Heißt zur Erinnerung Vorbehandlung mit Imatinib, Sunitinib und Regorafenib. Aufgrund der sehr vielversprechenden Daten aus den frühen Studien hat man sich hier glücklicherweise zu einer 2:1 Randomisierung entschieden. Das heißt, zwei Drittel haben eine Verum-Therapie bekommen und ein Drittel ein Placebo, Stratifikation nach Vorbehandlung und ECOG. Ripretinib 150 Milligramm, Standarddosis aus der Phase 1, in einem durchgängigen Zyklus. Wichtig, Ripretinib wird nicht pausiert, sondern durchgängig gegeben, 150 Milligramm pro Tag oder eben Placebo. Progression bei Blinded Independent Central Review, ganz wichtig für die Studienqualität. Im Falle einer Progression war dreierlei erlaubt, entweder eine Eskalation zur doppelten täglichen Dosierung, also zweimal 150 Milligramm,
Man konnte Treatment Beyond Progression machen, also trotz dokumentiertem Progress bei Hinweise auf klinischen Benefit, Fortführung mit 150 oder Beendigung der Studie. Wichtiger Punkt, Crossover war im Protokoll vorgesehen, also Progress unter Placebo, Wechsel auf Ripretinib Standard 150 Milligramm. Und auch da im Progress die drei Optionen, doppelte Dosierung, Fortsetzung 150 oder Off-Study. Soweit zum grundsätzlichen Studiendesign. Die Demografie, kurz im nächsten dargestellt. Oder hier nochmal kurz die Zahlen. Danke, Sebastian. Also 85 Patienten Ripretinib, die Hälfte, gut 40 im Placeboarm. Hier die Verteilung, warum zeigen wir das? Eigentlich nur, um darzustellen, das war jetzt hier keine highly selected patient population, sondern das ist das, was man erwartet, Alter, Geschlecht, Performance, Status etc. Alles wie erwartet. Interessant, die Vorbehandlungen 4 bis 7, also wirklich sehr intensiv vorbehandelte Patienten, überwiegend natürlich Exon 11, Primärmutation, wie gesagt, primäre, initiale Mutation, aber das komplette Spektrum, alles das, was Sebastian eingangs schon gezeigt hat, was wir eben beim GIST so erwarten. Nächste. Das ist der primäre Studienendpunkt, Progression-Free Survival, 6,3 Monate für Ripretinib. Wir erinnern uns, Sunitinib Zweitlinie, circa 6 Monate. Regorafenib Drittlinie 4, Monate und jetzt Ripretinib Viert plus spätere Linien wieder 6,3 Monate, also ein sehr vielversprechendes Ergebnis. Placebo 1 Monat, auch hier der Vergleich Sunitinib und in der Placebo im Kontrollarm ungefähr 1 Monat, Drittstudie Regorafenib Placebo Kontroll ungefähr 1 Monat. Imatinib Re-Challenge, Kang-Daten aus Südkorea, Placebo, ungefähr 1 Monat. Also das ist das, was wir erwarten, wenn man eine Therapie beendet und ohne Therapie, in dem Fall mit Placebo weitermacht, kommt es innerhalb von wenigen Wochen zum Progress. Würde man jetzt eine wöchentliche Bildgebung machen, wäre wahrscheinlich im Placebo-Arm ein 1/2 Monat, aber so häufig macht man halt die Bildgebung nicht. Aber das unterstreicht nochmal, in allen untersuchten Linien ohne Therapie kommt es obligat extrem rasch zum Progress. Peter, das ganz kurzer Zwischenkommentar. Ich finde diese auch das nochmal so eindrücklich, wenn wir, was wir vorhin besprochen haben, mit operativen Eingriffen, die potenziell mit einer längeren, also Therapiepause einhergehen müssen, dass das, finde ich, so ein wichtiges Argument ist, sich genau zu überlegen, ob man in späten Therapielinien eben das verantworten kann, dass Patienten also off-treatment sind mit so einer Therapie. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir erleben es hin und wieder, wenn dann ausgedehnte operative Maßnahmen dem Patienten vorgeschlagen werden, so womöglich mit ausgedehnter peritonealer Operation und Ähnliches und der Patient dann erfährt, ja, also dann wird er doch einige Wochen die Therapie nicht machen können, dann muss man das schon extrem kritisch hinterfragen. Ich meine, eine Metastasenchirurgie aus der Leber oder ein anderes lokales Verfahren, das ist in aller Regel ja eine gut machbare Therapie ohne große Pausen, aber wenn es dann sehr ausgiebig an peritoneale Resektionen geht und der Patient unter Umständen 4, 5 Wochen nicht weiter behandelt werden kann, weil er noch entsprechende Probleme hat, dann konterkariert man natürlich den Effekt in hohem Maße und da würden wir doch extrem zurückhaltend sein mit der Empfehlung zur operativen Therapie. Hier nochmal in Zahlen, also es ist immerhin eine 85-prozentige Risikoreduktion in Progress zu erleiden. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Im Forest Plot in einem Satz, Ripretinib ist einfach grundsätzlich besser. Es gibt, abgesehen jetzt hier von reinen Zahlenspielen, nämlich die
nicht weiße Population. Sie sehen, das sind einfach kleine Zahlen, 13 und 7. Da haben wir mal hier so einen kleinen Ausrutscher über die einer Linie hinaus. Also keine Signifikanz, aber das liegt einfach an den Zahlen. Ansonsten kann man nur sagen, Ripretinib ist in welcher Subgruppe auch immer signifikant besser als das Placebo. Das ist immer sehr beruhigend, wenn so ein uniformes Bild vorliegt, weil ansonsten fängt man an, ja, in der Subgruppe ist es so, in der Subgruppe ist es so, und das ist dann immer ein bisschen problematisch. Also hier universelles Bild. Nächstes. Ansprechrate ist, wie wir alle wissen, sicher nicht so wichtig wie das progressionsfreie Überleben. Aber ich gebe es ehrlich zu, so eine schöne PR, die sieht man auch gerne mal in der Viertlinie. Und das war bisher doch äußerst selten. Und wir haben hier eine Ansprechrate von knapp 10%. Auch das nochmal im Kontext, die Ansprechrate Zweitlinie Sunitinib war in der Studie ungefähr 7%. Mit Regorafenib in der Drittlinie auch nur in der Größenordnung. Wird jetzt hier nicht von einem signifikanten Vorteil sprechen, aber es ist schon beachtlich, dass in der Viert- und späteren Linie immerhin jeder zehnte Patient eine messbare, bestätigte partielle Remission gezeigt hat. Und wichtig, die Patienten, die ansprechen, die haben auch eine gute Chance, einen länger dauernden Benefit zu haben. Also wenn ein Patient anspricht, dann hält es durchaus auch lange an. Wir sehen hier einzelne Patienten, die haben zum Zeitpunkt der Analyse eine anhaltende partielle Remission gehabt. Das spricht also schon für die wirklich große Potenz dieser Substanz. Sieben bis acht der Ansprecher haben zum Zeitpunkt des Data Cut-Offs anhaltend angesprochen. Und wie gesagt, alle Ansprecher hatten eine partielle Remission. Aber ganz ehrlich, eine komplette Remission wäre vielleicht auch ein bisschen überoptimistisch gewesen. Nominell ist die Ansprechen nicht signifikant, aber ich glaube, an der Stelle sollten wir jetzt nicht allzu sehr auf den P-Wert herumreiten. Wie sieht es aus mit dem Overall Survival? Auch hier sehr eindrucksvoll das Gesamtüberleben. Ich möchte vor allem hier verweisen auf die Hazard Ratio 0,36, also ein 64-prozentige Risikoreduktion zu versterben. Das ist schon sehr beachtlich. Und eine Hazard Ratio kleiner 0,5 ist schon immer was Besonderes. Also sehr eindrucksvolle Verbesserung des Gesamtüberlebens durch Ripretinib in dieser späten Therapiephase. Peter, Zwischenfrage. Ja. Placebo-kontrollierte Studien sind ja etwas, was echt umstritten war. Insbesondere die amerikanische Patientenorganisation war ja damals bei der Sutent-Studie sehr kritisch. Wenn man sich das jetzt anguckt, muss man sagen, wäre ich jetzt als Patient auch erstmal würde ich mir sehr stark überlegen, in so eine placebo-kontrollierte Studie zu gehen oder auch laut zu widersprechen, wenn so eine Studie so designt wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass natürlich für die Zulassung, die Verfügbarkeit dieses Medikamentes, auch für sehr viele Patienten war es für die GIST-Welt total wichtig, dass wir auch placebo-kontrollierte Studien hatten, auch um zu lernen, was sind jetzt therapiespezifische Nebenwirkungen. Glaubst du, dass hiermit jetzt eigentlich die Placebo-Kontrolle in der Last Line tot ist, oder kannst du dir noch vorstellen, dass es eine Konstellation gibt, wo man das nochmal rechtfertigen kann? Ja, das ist in der Tat eine sehr konfliktprächtige Diskussion beziehungsweise Konstellation. Also ich muss sagen, ich will es mal so formulieren, ich fürchte, dass das auch zukünftig noch eine Option darstellen wird, weil wir von den regulatorischen Behörden bei der ein oder anderen Studie schon sehr abwegige Interpretationen gehört haben, so nach dem Motto, ja, das Medikament bringt ja nichts, weil mit Crossover sehen wir überhaupt keinen Unterschied und so weiter. Das macht die Sache schon sehr komplex. Aber die Studie ist insofern
ein sehr eindrucksvolles Argument gegen placebo-kontrollierte Studien, weil wir haben es im Design gesehen, das Crossover war obligat vorgesehen, also nicht eine Option, kann man mal so überlegen, sondern es war integraler Bestandteil des Studienkonzepts. Es haben auch sehr viele Patienten Crossover gemacht, aber eben nicht alle. Und auch die Patienten, die Crossover gemacht haben, oder sagen wir mal die Gesamtgruppe der Patienten, das Crossover hat das Überleben nicht für alle dann gerettet. Also es sind Patienten durch das unglückliche Los hier um ungefähr ein Dreivierteljahr Überlebenszeit gebracht worden. Das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen würde, ja, das geht ja gar nicht, kann man zukünftig nicht mehr machen. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, wenn man die Endpunkte anders wählt und eben einen Kontrollarm hat und da ergibt sich so eine fragliche Vorteilskonstellation, ja, und dann sagt der GBA, ja, das ist ja gar kein richtiger Vorteil und wir sehen ja hier gar nicht so richtig viel und dann kann schon mal eine Substanz auch durchaus durchfallen und nicht zur Zulassung kommen, weil man ein nicht placebo-kontrolliertes Studiendesign gewählt hat. Ich erinnere mich an der Stelle die Studie damals nach Imatinib mit, Nilotinib im Vergleich zu Physician's Choice. Das war in vielen Fällen eine Fortsetzung von Sunitinib, also Sunitinib Treatment Beyond Progression versus Nilotinib. Die Studie hat eine Tendenz gezeigt, aber keine Signifikanz. Das Ergebnis war, dass Nilotinib nicht zur Zulassung gekommen ist, obwohl wir in Einzelfällen die Substanz auch heute noch einsetzen, bei GIST-Patienten sicher nicht Exon 9, das haben wir dann im weiteren Verlauf gelernt. Aber für Exon 11 ist es eine durchaus realistische Option in Ausnahmefällen und die ist, wie gesagt, nicht offiziell so eingeführt worden wegen des Studiendesigns. Also es ist eine ganz schwierige Frage. Man ist immer unfroh über eine placebo-kontrollierte Studie, aber wenn dann die Therapie, die Studie gelaufen ist, man sehr frühzeitig dann eine Zulassung in Händen hält, dann ist man natürlich auch wieder froh, wenn die Ergebnisse so wasserdicht sind, dass man die GBA-Sitzung jetzt nicht fürchtet und dann denkt so nach dem Motto, was mögen da jetzt wieder für Argumente kommen und hoffentlich kippen sie es jetzt nicht noch. Ja. Also schwieriges Thema, aber die Studie hat sicherlich die Bedenken hinsichtlich Placebo-Kontrolle erheblich vermehrt. Also die Analyse, die ja noch aussteht, ist, dass die genauen Gründe, warum Patienten keinen Crossover erhalten konnten, das ist sicherlich noch eine wichtige Analyse, denn die Crossover-Patienten hatten ja kaum einen Überlebensunterschied. Das war, glaube ich, nicht signifikant. Also die, die es geschafft haben, haben in der Regel auch quasi das gleiche Überleben erreicht. Aber ich glaube, für die Community ist es, wäre es eigentlich gut, wir würden Placebo weitermachen können, genau wie du sagst. Okay. Ja. Ja, Nebenwirkungen. Vielleicht übernimmst du mal an der Stelle, die sind genau. Ja hier so ein bisschen ungewohnt, oder? Ja, genau. Was hier, finde ich, nochmal ganz eindrücklich ist, wir haben hier Placebo-Nebenwirkungen von 98% und das ist etwas, da gehen wir heute jetzt nicht im Detail ein, aber die Lebensqualität und die Beschwerden, die die Patienten hatten, sind nach Absetzen von jeglicher Therapie plötzlich in die Höhe geschossen und plötzlich hat man viele Nebenwirkungen. Und man muss wissen, bei diesen kumulativen Nebenwirkungsanalysen ist es ja so, je erfolgreicher eine Therapie ist, umso wahrscheinlicher kann auch mal einmal eine Nebenwirkung auftreten. Das heißt, das muss man in dem Kontext dieser Nebenwirkung sicherlich nochmal sehen. Was jetzt hier vor allem, das ist schon in Gelb aufgezeigt ist, ist die Alopezie, in dem Fall jeden Grades. Und das ist natürlich etwas, was wir irgendwie vorher nie so, also ich habe das, muss ich sagen,
früher nicht so viel aufgeklärt, wobei mir jetzt im Kontext mit dem Ripretinib viele Patienten gesagt haben, ja, ich auch eigentlich kenne ich schon Haarausfall, hatte ich bei Sorafenib oder Regorafenib auch und auch bei Sulitinib. Wissen wir, dass wir die Haare dann gerne auch mal gefärbt haben. Genau, das ist sicherlich etwas, was raussteht. Zeige ich auch gleich nochmal Bilder. Die Myalgie ist etwas, Peter, das ist ja 30%, alles, was mit Schmerzen zu tun hat, ist ja etwas, das ist real, oder? Das ist ein realer Nebenwirkung. Das ist in der Tat so, wobei der Begriff hier natürlich so ein bisschen klinisch breites Spektrum abdeckt. Also immer, wenn irgendwie die Muskeln so ein bisschen wehtun, dann wird es hier subsumiert. Ich meine, das kennen wir ja vor allem auch vom Imatinib mit den Muskelkrämpfen und Ähnliches. Das ist hier sicher auch mit beinhaltet. Das fällt in der Tat auf. Das ist schon relativ häufig. Du zeigst ja gleich noch die höheren Schweregrade. Das relativiert es dann wieder so ein bisschen. Aber es ist schon was, was in der Gänze durchaus auftritt. Interessant hier natürlich auch Palmar-Plantar-Erythrodysästhesie-Syndrom. Für den einen oder anderen, der vielleicht jetzt irgendwie denkt, hey, das hieß doch früher immer Hand-Fuß-Syndrom. Sebastian, du schmunzelst. Das ist. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, das so zu nennen, genau. Ja, es ist im Endeffekt schon weitgehend das Gleiche, was wir früher schon unter 5-FU und Carbetazidine Hand-Fuß-Syndrom genannt haben. Aber es ist etwas umfänglicher beschrieben, heißt eigentlich nichts anderes, als es betrifft die Hände und die Füße und es wird rot und es tut weh. Das ist eigentlich so die etwas verallgemeinerte Übersetzung. Und alle werden sagen, ja, aber das ist doch ein Hand-Fuß-Syndrom. Und ich glaube, da wollen wir jetzt gar nicht so vehement widersprechen. Also was ich finde, was wichtig ist für Leute, die noch nicht viel Erfahrung damit haben, das Hand-Fuß-Syndrom ist etwas, was fast alle Patienten einstimmig sagen würden, viel weniger einschränkend ist im Alltag als das, was man von Regorafenib zum Beispiel kennt. Also diese schweren Blasenbildungen an den Füßen, diese teilweise sehr stark auch den Alltag einschränkenden Händeveränderungen sind praktisch kein Problem. Also das sind eher dann also optische Veränderungen, dass mal kleine Ragaden sind, aber man sieht viel weniger diese teilweise ja auch unsichtbaren, schmerzhaften, also Hand-Fuß-Veränderungen. Die allermeisten Leute sagen ja eigentlich, dass das erstmal eine Lebensqualitätsverbesserung ist von der Vortherapie. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Stomatitis. Peter, ich weiß nicht, ob du das so siehst, gerade bei Sunitinib gibt es ja viel Stomatitis. Das ist etwas, was echt weniger der Fall ist. Die arterielle Hypertonie ist manchmal gerade bei älteren Leuten, finde ich, schon etwas, was auch wirklich behandlungsbedürftig ist. Aber dieser refraktäre Hypertonus habe ich bis jetzt bei Ripretinib noch nicht gesehen. Geht mir genauso. Also wir haben eine ganze Reihe Patienten, wo wir die unter Regorafenib dann doch sehr intensiv erforderliche antihypertensive Therapie dann sehr rasch reduzieren mussten nach Beendigung von Regorafenib, weil die dann doch unter Beibehaltung zunächst sehr hypoton geworden sind oder wären, wenn man es nicht abgesetzt hätte. Das spielt unter dem Ripretinib vergleichbar eine sehr untergeordnete Rolle. Wir empfehlen natürlich allen Patienten, das Blutdruckmonitoring weiterzuführen, aber streng genommen insbesondere deshalb, um eben eine antihypertone Medikation dann auch entsprechend zielführend wieder zu reduzieren, dass man die intensivieren muss, kommt nie vor. Es ist sicher am ausgeprägtesten unter Regorafenib, aber eine Reduktion ist in den meisten Fällen dann gegeben, also nahezu die Regel. Der Klassiker so, wenn man vielleicht das ganze Nebenwirkungsthema unter einen Hut bringen möchte, wir haben doch von einer ganzen Reihe Patienten gehört, die viele Jahre Sunitinib plus Regorafenib dann entsprechend behandelt wurden. Also ich habe von einigen wirklich sehr eindrucksvoll gehört, so gut ging es ihnen seit Jahren nicht mehr. Das ist vielleicht so die globale Nebenwirkungs-Lebensqualitätszusammenfassung.
Würde ich auch so sagen, wobei es natürlich auch echt ein Kontrast, es ist ein Kontrasteffekt. Also Regora Philipp ist etwas, das muss man natürlich auch dazu sagen, manchmal wird sich wenig Mühe gegeben, Regora Philipp richtig zu dosieren und auch patientenadäquat zu dosieren, aber das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Was finde ich, Übelkeit ist etwas, das ist auch aus meiner Sicht reale Nebenwirkung. Also manche Leute ja. haben eine behandlungsbedürftige Nausea. Die muss man aus meiner Sicht einfach auch konsequent behandeln, wie bei einer Chemotherapie. Meistens mit MCP klappt das echt gut oder mit Bergentan. Häufig ist es auch nur vorübergehend. Wichtig hier nochmal bei dem Highlight der höhergradigen Nebenwirkungen sieht man eben, dass es fast keine Grad 3 oder Grad 4 Nebenwirkungen gibt. Also das ist insgesamt, sind die Nebenwirkungen außerordentlich mild. Das ist in dem Fall sehr positiv. Das ist nochmal so ein Zusammenfassungsslide, was Johanna Falkenhorst zusammengestellt hat für die Sarkom-Konferenz, wo nochmal, finde ich, ganz schön gezeigt wird. Also kutane Toxizität ist etwas, das, also das ist ein Slide, das zeige ich durchaus auch Patienten nochmal, weil man das dann gut erkennen kann. Also Haarausfall muss man sich leider darauf einstellen. Hand-Fuß-Syndrom muss man sich darauf einstellen, aber in der Regel reicht in dem Fall rückfettende Creme oder eben auch Harnstoff reicht eigentlich in der Regel aus, dass man alles machen kann, was man möchte. Auch Sport, wenn Leute Tennis spielen oder so. Hautausschläge sind meist nur kurzfristig. Das Thema aktinische Keratose oder auch solche so kleine, sagen wir mal, ja, verruckiforme Veränderungen, das ist etwas, da muss man Patienten darauf hinweisen. Das ist etwas, was im Rahmen der Studien sehr engmaschig untersucht wurde. Dabei haben die Leute natürlich, viele von den älteren Patienten haben ständig irgendwelche Findings gehabt, die man aber auch hätte, wenn man geht ja auch sonst nicht ständig zum Screening. Bislang ist es nicht bekannt, dass es echte, sagen wir mal, klinisch relevante Karzinomentwicklung auf der Haut gibt. Aber trotzdem, bei der Aufklärung würde ich dem Patienten immer sagen, gucken Sie sich im Spiegel an, gucken Sie bei Ihrem Partner, soll auf dem Rücken gucken, sind da Veränderungen, und dann würde ich es wegnehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wir machen in der Routine kein dermatologisches Konsil regelmäßig, da kriegen wir keine Termine. Es ist halt wichtig, dass die Patienten das wissen. Ist völlig richtig, aber du hast ja schon angedeutet, da muss man natürlich sich schon im Klaren sein, wenn man jetzt nicht vorher screent und der Patient dann irgendwann unter Therapie sozusagen sein Erstscreening bekommt, so nach dem Motto, man hat jetzt keinen Termin gekriegt, holen wir irgendwann nach, dann nimmt er die Therapie schon 2, 3 Monate, dann geht er zum Hautarzt, der findet irgendwas, dann ist natürlich gleich und so weiter, das war ja vorher gar nicht da, sagt der Patient, nö, das habe ich ja noch nie gesehen, kann man nur sagen, ja, wie soll er auch, wenn es hinten auf dem Schulterblatt ist, da kann er es selber schlecht sehen. Also das ist so ein kleiner Concern. Wir würden es auch nicht als Routinemaßnahme empfehlen, aber man muss sich dann bewusst sein, wenn man dann im Verlauf irgendwas sieht, dann ist die Zuordnung, eine Kausalität natürlich sehr problematisch. Insofern, wie Sebastian sagt, wichtig die Aufklärung, da kann es Hautveränderungen geben. Wenn der Patient dann sehr besorgt wäre, dann muss er halt vor Therapiebeginn noch zum Hautarzt, und wenn nicht, dann muss man halt sagen, ja, das war wahrscheinlich schon länger da. Also das ist ein Punkt, der hat in der Studie eine große Rolle gespielt, war auch sehr mühsam, die ganzen Hautkonsile zu organisieren, aber war ein wichtiger Punkt. Aber jetzt für die Routinetherapie muss man über das Problem Bescheid wissen oder über das Thema ein Problem, ist es im strengen Sinne ja nicht, und sich dann entsprechend danach richten. Also ich glaube, das ist ein guter, gut, dass du das auch nochmal sagst. Also bei den jüngeren Patienten ist es, glaube ich, gut, dass man die Patienten einfach einmal entkleiden lässt zu Beginn. Die Patienten mal anguckt, und gerade bei älteren Patienten, wo sich irgendwie die Hautveränderungen ja häufen, macht es Sinn, einmal so eine Baseline-Erhebung zu machen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Das muss man ja nicht bei jedem machen, aber es ist ein guter, wirklich guter Punkt. Genau. Die Gelenkschmerzen, Myalgien, Krämpfe, auch wie du gesagt hast, meine Erfahrung ist, dass auch Krämpfe bei Imatinib sind ja echt häufig, lassen sich ja mit Magnesium, Chinin oder sowas eigentlich immer ganz gut auch behandeln. Das ist aus meiner Sicht, also für mich fühlt sich das an wie genau der gleiche Wirkeffekt, und das spricht auch auf die gleichen Therapien an. Viele Patienten von mir, denen sage ich auch, dass sie regelmäßig die Muskeln dehnen sollen, auch
vor den Zeiten, also vor dem Schlafengehen und so. Manche sagen, dass das hilft. Wie gesagt, arterielle Hypertonie ist nicht so häufig, muss man einfach konsequent behandeln. Ich bin immer der Meinung, dass man auch hier immer überlegen sollte, kann man die Dosis sonst gegebenenfalls mal reduzieren. Bei Hypertonie macht das irgendwie keinen Sinn. Aber ich versuche eigentlich trotzdem bei vorübergehenden Nebenwirkungen immer die höchstmögliche Dosis, also höchstmöglich in dem Fall so nah wie möglich an den 150 Milligramm zu bleiben. Genau. Also hier ist so ein Beispiel von, ich habe hier so ein paar Beispiele, wie man sich die Alopezie vorzustellen hat. Ich habe bislang noch keine so richtig totale Alopezie gesehen, sondern man hat ganz häufig so eine Ausdünnung der Haare. Man hat vermehrt solche, ja, so leichte Kräuselungen, muss man sagen. Auch hier, das ist jetzt sind von verschiedenen Patienten, die auch an den Barthaaren ist das Gleiche. Was ganz interessant ist, das war eine Patientin, die war letzte Woche bei mir. Die hatte eigentlich so ein ähnliches Bild wie das, was wir eben gesehen haben. Und da ist aber nach vielen Monaten der Therapie wächst irgendwann das Haar wieder dichter. Und das ist eigentlich schon wieder relativ nah an der Frisur, die die Patientin vorher hatte. Also man muss jetzt nicht den Patienten sagen, dass die jetzt vorbeugend schon sich die Haare rasieren müssen, sondern dass die erstmal abwarten, wie stark die Alopezie wirklich ist. Und man kann auch Mut machen, dass die Haare wieder manchmal nachwachsen. Wir haben das ja nochmal analysiert, Sebastian, und bei dem DGHO-Poster im Herbst letzten Jahres nochmal vorgestellt. Den Zahlen nach, wir haben persönlich durchaus auch mal einen abweichenden Eindruck, aber den Zahlen, den Studiendaten nach, ist die Alopezie keine kumulative Toxizität. Das Maximum ist in der Regel nach 2 Monaten erreicht und dann wird es auch meistens nicht mehr wesentlich schlimmer. Individuell mag es mal anders sein. Ich habe eine Patientin, die erste unter Ripretinib, der ich jetzt eine Perücke verordnet habe. Der habe ich auch erzählt, es wird die ersten 2 Monate wahrscheinlich mehr werden und dann bleibt es aber. Und da blieb es eben nicht, sondern es hat sich nach 2 Monaten fortgesetzt. Und jetzt, wie gesagt, das erste Perückenrezept, genau genommen bei einem GIST-Patienten insgesamt, wenn ich so überlege. Aber das ist eine Ausnahme. In der Regel ist dann das Maximum doch bald erreicht und dann bleibt es halt so. Oder wie Sebastian, wie du sagst, kann es dann auch trotz Fortführung dann wieder wachsen. Das wäre natürlich spannend zu wissen, was ist denn da im Haarbalg passiert, dass dann trotzdem wieder wächst. Ist da eine Art Sekundärresistenz entstanden oder so? Wäre mal ein spannendes Thema. Vielleicht wollt ihr ja Haarbälge irgendwie ausreißen und molekular untersuchen, um da was rauszufinden. Wäre eine spannende Aufgabe vielleicht für einen Young Investigator, so mit einem Hang in die Dermatologie. Also was wir auf jeden Fall nicht sehen, ist, dass es ein Rapunzelwachstum gibt im Sinne von eines aktivierenden Haarwachstums. Das sieht man nicht. Und die Leute, die das absetzen, da wachsen die Haare auch wieder normal. Das hier ist ein Beispiel, das ist ein Kasus, den Rainer Hammacher mal zusammengestellt hatte, jetzt für die Sarkom-Konferenz, wo man nochmal sieht, in der 5. Linie ziemlich dramatischer Progress unter in dem Fall Sorafenib hier im kleinen Becken, das Becken oder im Beckeneingang schon fast ausmauernd, wo man echt total überrascht war, dass es eine richtige Volumenremission gab. In dem Fall hat man dann nach ungefähr einem Jahr wieder ein Wachstum gesehen, auch in der Lebermetastase. Aber das ist eben prinzipiell möglich, ist nicht so häufig, aber wahrscheinlich, wenn man den Waterfall-Plot von der Invicto-Studie mal zusammenstellen würde, dann ist es natürlich, sieht man Schrumpfungen schon wahrscheinlich bei 30-40% der Patienten, die schaffen es halt nicht über die Remission. In dem Fall war eine neben, der hatte, das war ein Patient, der relativ viel Übelkeit hatte und der hatte MCP und Nabilon bekommen und darunter war das dann auch gut und noch abendliche Einnahme. Das war so ein Fall, der sehr profitiert hat davon. Vielleicht an der Stelle schon mal kurz der Hinweis, vielleicht können wir es dann noch ein bisschen intensivieren. Hat ja hier jetzt bei dem Beispiel ein knappes Jahr gehalten. Wir haben ja den Wirkmechanismus vorher als sehr breit und bei den allermeisten Sekundärmutationen wirksam beschrieben.
da würde man ja eigentlich, ehrlich gesagt, hoffen, dass es vielleicht noch ein bisschen länger hält. Was passiert da? Genau. Ja, vielleicht eine Frage ist ja noch, wir hatten ja eben gesehen, es gibt eine Vielzahl von Resistenzmutationen. Und du hattest es vorhin schon mal angedeutet, man hat ja gesehen, Sunitinib und Regorafenib haben ja so komplementäre Aktivität, das eine mehr bei Exon 13, das andere bei Exon 17. Das hat man jetzt bei Ripretinib auch untersucht. Das ist die Arbeit, die jetzt vor 4 Monaten publiziert wurde. Und was man erstens gesehen hat, die Arbeit lohnt sich natürlich sowieso zu lesen, aber da hat man nochmal so das Spektrum der Mutationen zusammengestellt, die man erwarten kann, wenn man in der Dritt- oder Viertlinie zum Baseline eine Plasmasequenzierung macht. Da sieht man, dass man mehr als 35 verschiedene sekundäre KIT-Mutationen findet, dass also die Komplexität der Resistenzmutationen auch größer ist, als man es angenommen hat, und auch bei gleichen Patienten man teilweise 4, 5, 6 verschiedene Resistenzmutationen findet. Bei der Arbeit ging es aber auch darum, gibt es einen Biomarker, also eine Analyse im Plasma, die einem vielleicht hilft, vorherzusagen, dass das Ripretinib wirkt oder nicht wirkt. In dem Fall ist die Antwort, es ist klar, Therapie absetzen ist immer schlechter, als Ripretinib weiterzumachen. Der Nachweis irgendeiner Exon 13 oder irgendeiner Exon 17 Mutation ist nicht prädiktiv dafür, dass es nicht wirken kann. Das heißt jetzt nicht, dass das beweist, dass die zum Beispiel Exon 13 Mutation besonders gut gehemmt wird, aber es heißt eben nicht, dass der Nachweis dieser Exon 13 Mutation jetzt einen Vorhersagewert hat, dass das nicht wirkt. Also das ist ganz wichtig, egal was der Molekularpathologe sagt, in dieser Linie sollten die Patienten Ripretinib bekommen. Das gilt aber für diese Therapielinie, mag ja in früheren Therapielinien ein bisschen anders sein. Ja, genau. Wir haben ja, Susan George hatte ja für das Avapritinib zum Beispiel schon mal zeigen können, das hatte sie bei CITOS ja vorgestellt, dass Patienten, die eine Exon 13-Mutation haben, in der Plasmasequenzierung zum Beispiel nicht auf Avapritinib angesprochen haben. Also das ist etwas, ich glaube auch, Peter, dass es durchaus sein kann, dass in den nächsten 1, 2 Jahren diese Plasmasequenzierung schon einen Stellenwert hat, um vielleicht eine Wahl zu treffen, welches das bessere Medikament ist. In dem Kontext nochmal, wir wissen ja, das hatte ich vorhin schon mal gezeigt, die Dosis spielte ja eine Rolle bei Imatinib in der First Line. Hat das dann eine Relevanz in der Last Line? Ja, gute Frage. Vielleicht noch kurz zwischengeschoben, wie ist die Relevanz in den Zwischenlinien? Da müssen wir einfach sagen, die Frage stellt sich nicht, weil sowohl für Sunitinib als auch für Regorafenib es eine über den Standard hinaus Dosissteigerung, gar Verdoppelung, wie wir es vom Imatinib kennen, von 4 auf 800, einfach aufgrund der Nebenwirkungen vollkommen ausgeschlossen. Eine Dosierung von Sunitinib mit 100 Milligramm im 4-2-Rhythmus oder 320 Milligramm Regorafenib möchte ich mir nicht vorstellen, kann ich mir auch nicht vorstellen, sodass man sagen muss, da stellt sich die Frage von der Verträglichkeit nicht. Beim Imatinib geht's. Wir haben das Verträglichkeits-, das Toxizitätsmuster von Ripretinib gesehen. Und da kann man nur sagen, naja, möglicherweise geht es aufgrund der guten Verträglichkeit schon. Es war ja, wie ich schon kurz angerissen hatte, auch Bestandteil oder Option im Studienprotokoll. Und das ist in der Tat gemacht und natürlich auch analysiert worden. Hier nochmal kurz die Daten. Von den 85 Patienten, die Ripretinib per Randomisation bekommen haben, mit 150 pro Tag Standarddosierung, hatten früher oder später dann die meisten einen Progress und davon hat ein Teil dann eben die Dosis-Eskalation bekommen. Dosis-Eskalation heißt hier Verdoppelung, also 150 Milligramm pro Tag gesteigert auf 150 Milligramm zweimal am Tag ist gleich 300 Milligramm.
Und wir sehen hier ja, ein bisschen schwieriges so eine, ja. Ein ganz kurzer Kommentar. Ich weiß, es kommt immer etwas zeitverzögert. Was hier sicherlich nochmal echt wichtig ist, und das ist auch, das liegt aber auch an der geringen Zahl der Patienten, dass in dem Arm, der hier verglichen wurde, die Leute, die weitergemacht haben mit der Standarddosierung, zusammengeworfen wurden in einen Topf mit Leuten, die Therapie beendet haben. Ja, das ist in der Tat schwierig, weil wir wissen, sehr gut belegt beim Sunitinib, weniger gut belegt, aber auch da haben wir zumindest individuelle Evidenz, dass Treatment Beyond Progression, Beyond Bildgebend Progression definitiv eine Option ist. Das ist hier, schmälert so ein bisschen die Aussagequalität und wir werden gleich noch drauf kommen, was hier Aussagequalität möglicherweise für Konsequenzen hat. Hier dargestellt das PFS2. Das sind also die 43 Patienten, die nach Progress unter 150 Milligramm auf 300 Milligramm eskaliert haben und dann nochmal ein Progression-Free Survival hatten. Inwieweit dieser Effekt jetzt Treatment Beyond Progression ist, beziehungsweise unmittelbar auf die Dosissteigerung zurückzuführen ist, das ist eben so ein kleines bisschen unklar. Da haben wir keine, sagen wir mal, qualitativ ausreichende Evidenz, um das jetzt sehr stark argumentativ zu vertreten. Hier jetzt nochmal das Überleben dargestellt in der durchgezogenen Linie ganz oben, Ripretinib inklusive, also mit individueller Dosissteigerung. Die Patienten ohne, das ist die blaue gepunktete Linie, das ist schon ein Unterschied, der hier ins Auge sticht. Aber wie gesagt, die zugrunde liegenden Daten machen die Analyse so ein bisschen schwierig. Was hier nochmal sehr eindrucksvoll sich zeigt, ist der Placeboarm, der wirklich dramatisch unten rausfällt aus dem Schaubild. Also gibt durchaus Überlegungen hinsichtlich 150 Milligramm zweimal am Tag, was die Verträglichkeit angeht, unserer persönlichen Erfahrung nach, ich glaube, deine Erfahrung ist die gleiche, Sebastian, das ist machbar. Die Verträglichkeit erlaubt die Dosissteigerung, die genannten Nebenwirkungen von allem so ein bisschen mehr, das kennen wir vom Imatinib, also die Patienten, die 400 hatten, ganz gut dran gewöhnt sind, vertragen meist die Steigung auf 800, nicht alle, aber meist. Hier ist es so ähnlich. Also unserer Erfahrung nach eine neue Qualität von Nebenwirkungen sehen wir nicht. Alles ein bisschen mehr oder manches ein bisschen mehr, aber irgendwas Neues, was man unter 150 noch nicht gesehen hat, haben wir bislang nicht beobachtet. Also es ist schon eine Option. Wie gehen wir damit um? Jetzt ist es rezeptierbar. Können wir es rezeptieren? Können wir es machen? Wie sind deine Überlegungen oder vielleicht auch schon Erfahrungen, Sebastian? Also es ist so, dass, genau wie du gesagt hast, bei einigen Patienten habe ich den Eindruck, dass diese Eskalation so eine langsam wachsende Progression auch wieder zum Stillstand bringen kann. Im Rahmen des Compassionate Use Programm konnten wir die Dosis eskalieren und da haben wir eben einige Patienten, die im Moment jetzt 300 Milligramm nehmen. Die Kosten, die jetzt mit Ripretinib einhergehen, sind beträchtlich und die Zulassung gibt es für 150 Milligramm. Deswegen sind wir jetzt auch schon in einen Dialog mit dem Kompetenzzentrum für Onkologie eingetreten, wie wir also diese Daten bewerten sollen. Eins ist klar, außerhalb der Zulassung ist diese Dosiseskalation erstmal nicht rechtlich einfach so verschreibbar. Man muss wissen, dass da ein potenzieller Regress ist. Also im Moment bin ich der Meinung, können wir so eine Dosiseskalation nicht empfehlen. Ich würde es auch allen abraten, im Moment das ohne Genehmigung der Krankenkassen zu machen. Im Moment, glaube ich, sind die Daten, die wir auch hieraus haben, nicht ausreichend, um das zu rechtfertigen, letztendlich diese hohe Dosis. Kann sein, dass wenn wir mehr Daten über Pharmakokinetik haben, vielleicht Plasmaspiegelanalysen,
kann sein, dass das also stärkere Argumente auch in Richtung eines Überlebensvorteils bringen. Eins ist klar für mich erstmal, die Treatment Beyond Progression ist etwas, das dürfen wir machen, können wir machen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was bei vielen Patienten eine palliativ sehr, sehr gute Option ist, einfach weil das Nebenwirkungsspektrum so gut ist. Und mein erster Gedanke ist eher, wenn es auch da jetzt nur eine fokale Progression ist, dass man hier durchaus auch überlegen kann, eine Lokaltherapie zu machen für fokale Medikamente. Aber so ist es jetzt in Deutschland. Mal sehen, wie in den nächsten Monaten es noch neue Daten gibt, auch aus der Intrigue-Studie. Ich glaube, wir müssen jetzt auch wahrscheinlich weitermachen, damit wir dann auch zum zweiten Teil übergehen können. Peter, oder? Ja, also sehr spannende Zahlen, Daten in der viert- und späteren Linie. Stellt sich natürlich die Frage, wenn das so breit und gut wirkt, Resistenzmutationen nehmen im Laufe der Zeit ja zu. Das ist ja sehr gut untersucht. Und da ist natürlich die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, so richtig breit einzusteigen? Und es gibt gute Gründe anzunehmen, eigentlich schon nach Imatinib, vielleicht sogar schon vor Imatinib. Die Frage ist sicher aus vielen, vor allem methodischen Gründen, erstmal schwierig zu beantworten zumindest. Aber die Substanz vorzuziehen, das spricht schon viel dafür. Und das hat in der Tat stattgefunden. Stichwort Intrigue-Studie, Phase 3, Zweitlinie versus Sunitinib. Waren wir so ganz optimistisch, Sebastian? Wie sieht es aus jetzt? Ja, genau. Also das ist jetzt die erste Phase 3-Studie gewesen in der Second Line, die einen aktiven Kontrollarm hatte mit Sunitinib. Die Studie ist noch nicht voll publiziert, sie ist auch noch nicht vorgestellt. Die Daten der Studie werden für alle, die es interessiert, jetzt Ende Januar auf der ASCO Plenary vorgestellt von Mike Heinrich, dann auch im Detail. Es gab die Veröffentlichung der Topline-Daten, die man im Internet findet. Und das ist etwas, was wir kurz zeigen können. Also die Studie hatte nach einer kleinen Patientenzahl Erhöhung 453 Patienten und die Gruppe der Exon 11 mutierten GIST waren 327. Der primäre Endpunkt war auf Überlegenheit ausgerichtet. Und die statistische Annahme in dem Fall war 10 Monate für Ripretinib und eben die etwa 6 Monate, die man für das Sunitinib in der Zweitlinien-Zulassungsstudie gesehen hat. Genau, das war der Endpunkt. Primärer Endpunkt war PFS. Hier ist nochmal die Kurve und das ist das, was rausgekommen ist, was uns alle erstmal ziemlich überrascht hat. Also erstens war es so, und das ist jetzt erstmal nur die Kohorte der Patienten, die eine primäre Exon-11-Mutation hatten. Also erstens war in dem Fall Sunitinib etwas besser als gedacht, nämlich 7 Monate statt 6 Monate. Und für Patienten, also die Ripretinib-Patienten waren etwas schlechter, als man es vermutet hat, sodass in dem Fall der primäre Endpunkt bei dieser Studie nicht erreicht wurde. Trotz alledem ist es natürlich für diese Kohorte das längste PFS, was man bis jetzt gesehen hat in der Second Line. Das hier sind die letztendlich medianen progressionsfreien Daten, die Kaplan-Meier-Kurve. Und da sieht man letztendlich, dass es keinen Unterschied gibt. Das ist die Exon 11-Kurve. Ripretinib liegt ein kleines bisschen drüber, aber statistisch macht es jetzt keinen Unterschied. Aber klar, es ist eine aktive Substanz natürlich. Genau. Peter, wenn du dir jetzt den Vorschlag anguckst, was war dein... Ja, hier haben wir wieder das. Eigentlich, aber mit einer Ausnahme, Ripretinib ist mindestens genauso gut, aber hier fällt schon auf, da gibt es eine Ausnahme. KIT Exon 9. Also wir haben 2 mögliche kleine Schwachstellen jetzt aus unterschiedlichen Evidenzen. Wir sehen hier beim Exon 9 ist Sunitinib einfach wahrscheinlich das Beste. Die Studie hätte man vielleicht vor über 10 Jahren oder noch länger her machen können. Sunitinib versus 800 Milligramm Imatinib. Da gab es auch ein Konzept. Sebastian, du erinnerst dich sicher, da haben wir lang diskutiert mit den beiden Firmen und über die Gründe, warum die Studie nicht stattgefunden hat, wollen wir jetzt schweigen, aber die Idee gab es mal.
Hier poppt es jetzt wieder auf, also EXO 9, das ist schon eine Sunitinib-Domäne und wir haben vorher gesehen, in dem Rasenmäherbild, dass bei Exon 13, da wächst so ein bisschen was bei Ripretinib. Also wenn wir jetzt spekulieren, woran liegt es, dass das Ripretinib in der Zweitlinie eigentlich unerwarteterweise, muss ich ehrlich zugeben, unerwarteterweise nicht überlegen ist, dann sind die möglichen Erklärungen insbesondere Exon 9. Und ich hätte noch so einen kleinen zweifelnden Hintergedanken mit Sekundär-Exon 13. Wie siehst du es? Ja, das wird total spannend sein zu sehen, was die Subanalysen bei dem Ripretinib zeigen. Bislang ist nichts, ist ja nichts davon, also bis auf Exon 9 gibt es keine öffentlichen Daten dazu. Aber das wird halt total spannend. Also ich bin auch der Meinung, wir als Community können uns, also können mit Spannung sehen, was diese Subgruppenanalysen zeigen und auch welchen Stellenwert vielleicht eine Dosiserhöhung bei Exon-9-mutierten GIST hat. Denn wir glauben ja eigentlich, dass, also wenn man sich so das Nebenwirkungsprofil anschaut, dann gibt es viel Überlappung. Vielleicht ist es eben etwas, was dann doch, wo in dem Fall die Dosiserhöhung einen Unterschied macht. Gut, also vielleicht darf man noch einen Blick ganz schnell, trotz der Zeit, ja, du tust schon, auf die Nebenwirkungen. Das ist ja schon auch interessant, was wir hier sehen. Ja, genau, also das ist schon ein deutlicher Unterschied, was die therapieassoziierten höhergradigen Nebenwirkungen betrifft, dass es da einen deutlichen Vorteil gibt für das Ripretinib. Das ist jetzt aus dem SEC-Report, der im Internet ist, also klar, die Studie ist formell negativ, aber es ist, denke ich, klar, es ist eine aktive Substanz. Subgruppen haben wir gesagt, da gucken wir gespannt, was in den nächsten Monaten vielleicht an Daten dazu veröffentlicht wird. Die müssen sicherlich noch in Ruhe analysiert werden. Konsequenzen für die Praxis in Deutschland, Peter? Sicher keine. Sunitinib bleibt, man muss es ja mal von der Seite betrachten, ist jetzt die nächste Substanz, die in ihrer Sequenz gechallenged wurde. Avapritinib versus Regorafenib. Da hat sich Regorafenib in der Drittlinie mehr als tapfer geschlagen, mit einer sogar nominellen Überlegenheit gegenüber Avapritinib. Nicht signifikant, aber Konzept war ja, dass Avapritinib signifikant besser sein sollte, was es nicht ist gegenüber Regorafenib in der Drittlinie. Und jetzt wurde wieder ein langjähriger Standard gechallenged in der Zweitlinie und wiederum hat sich die Standardtherapie hier gehalten. Die Daten zum Sunitinib sind für mich nicht unerwartet etwas besser als bei der damaligen Zulassungsstudie. Wir haben viel gelernt, wie wir mit Sunitinib umgehen können. Und es spielt hier sicherlich auch eine große Rolle, dass die Ergebnisse mit Sunitinib etwas besser sind als damals. Aber wie du eindeutig gesagt hast, die Studie ist negativ. Die bessere Verträglichkeit wird es hier nicht retten. Sunitinib bleibt Goldstandard in der Zweitlinie. Punkt. Gut. Okay. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Avapritinib habe ich gerade schon angerissen. Ideale Überleitung. Sebastian, aus Zeitgründen, vielleicht gehst du es kurz durch, ist ja sozusagen eine Wiederholung, ist schon über ein Jahr zugelassen. Was sind die Daten, wenn wir sie nochmal zusammenfassen? Genau. Also erstmal nochmal PDGFR, D842V sind praktisch ausschließlich Magengist. Ich wiederhole das nur deshalb nochmal, unsere Aufgabe als Community, wer auch immer Gist behandelt, muss diese Patienten finden. Wir müssen wissen, wenn wir diese Patienten nicht finden, dann sterben die Patienten an der Erkrankung, wenn sie eine metastasierte Erkrankung haben. Oder aber wenn sie diese Erkrankung haben, haben lokalisierten Tumor, dann kriegen sie vielleicht eine Therapie umsonst, die sie gar nicht brauchen. Also das vielleicht vorangestellt. Das hier zeigt nochmal, wie dramatisch schlecht eigentlich die Prognose von Patienten war, die diese Mutation haben. Erstens auf eine Therapie anzusprechen. Also links sieht man hier nochmal
in der Zeit vor Einführung von Avapritinib, wie wahrscheinlich das war, dass man das Wachstum der Patienten aufhalten kann. Also man sieht, dass die Patienten sind fast alle innerhalb von 6 Monaten progredient. Es gibt manchmal Patienten, die eine etwas langsam wachsendere Erkrankung haben. Das sind aus meiner Sicht die Patienten, die hier vielleicht ein bisschen länger noch nicht formell die Progression erfüllt haben. Es ist sicherlich, also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass da irgendein therapeutischer Effekt bei war. Und entsprechend schlecht ist eben auch die Prognose, wenn man sich das Überleben anguckt. Also medianes Überleben ist hier ein bisschen mehr als ein Jahr für Patienten, die diese Mutation haben. Also eigentlich genauso wie Imatinib vor Einführung, wie GIST vor Einführung von Imatinib, wenn man eine KIT-Mutation hatte. Avapritinib ist, wie gesagt, entwickelt worden, spezifisch auch als KIT-PDGFR-Inhibitor. Und hier sieht man nochmal subnanomolarer IC50-Wert in den biochemischen Assays, also unfassbar potent, unfassbar potent und auch sehr, sehr spezifisch. Man sieht in dieser KIT-PDGFR-FLT3-Ecke gibt es eine besonders gute Aktivität. Ansonsten wird kaum irgendeine Kinase gehemmt. Im Gegensatz dazu gibt es eigentlich keins der Medikamente, die im therapeutischen Bereich Wirksamkeit hat. Das war die Erstpublikation aus 2020, wo man sieht, praktisch alle Patienten haben eine Tumorschrumpfung. Und in dem Fall ist es so, wenn man sich auf diese 300 Milligramm Kohorte anguckt, dann sah man schon, dass man eine Clinical Benefit Rate von 100% hatte. Also es ist völlig klar, für, wie man eben gesehen hat, eine Erkrankung, die völlig, also für die es gar keine Therapie gab, außer vielleicht Operationen, mit einem Schlag hat man ein Medikament, was eigentlich so wirkt wie Imatinib bei KIT Exon 11 mutierten GIST. Entsprechend wurden auch Sebastian, dieser, vielleicht ein kurzer Einwurf, entschuldige, ja? Nochmal kurzer Einwurf, wenn du Nummer 1 zurückgehst, wollte an einer Stelle schon mal den Finger reinlegen, wir werden nachher nochmal kurz auf das Thema ja zu sprechen kommen, ist ja schon interessant, dass man hier in einer Phase 1 Studie, die ja mit winzigen Dosierungen gestartet hat und dann eben über die Patientenzahl eskaliert wurde, auch in der All-Doses-Gruppe, die klinische Benefitrate 98%. Also man hat ja nicht den Eindruck, so ab einer Dosis von XY fängt es langsam an zu wirken, sondern du hast ja gerade die IC50 gezeigt. Also da wirkt ja schon eine Prise. Sicher ja, wichtig, genau. Später dann auch nochmal fürs Nebenwirkungsmanagement. Das im Hinterkopf zu behalten, dass die Substanz extrem potent ist. Ja, genau. Also das ist, habe ich auch so, glaube ich, in der Phase 1-Studie sonst fast nicht mehr anders erlebt, dass man in der ersten Dosiskohorte, die ja eigentlich für fast alle Patienten eher nicht wirksam ist, plötzlich sieht, dass ein Patient eine Schrumpfung hat. Ja. Genau. Die mediane Dauer der Response war in der ersten Publikation noch gar nicht erreicht, weil es einfach so gut wirkt und die Follow-up-Zeiten noch so kurz waren. Das mediane progressionsfreie Überleben war noch nicht erreicht. 80% der Patienten nach einem Jahr nicht progredient. Und hier muss man sicherlich auch noch mal fragen, ob möglicherweise eben also Therapieunterbrechungen aus anderen Gründen dann dazu geführt haben, dass Patienten progredient waren. Auch hier war es so, medianes Gesamtüberleben noch nicht erreicht. Also das ist etwas, was absoluter Durchbruch für diese Patienten bedeutet hat. Im letzten Jahr ist dann nochmal, dass die Langzeitwirksamkeits- und Sicherheitsdaten dieser Phase 1-Studie vorgestellt worden. Das ist ja ganz wichtig bei einer Erkrankung, wenn es darum geht, wie sind kumulative Nebenwirkungen, was müssen Patienten erwarten, kann man erwarten über die Zeit noch eine Veränderung zum Guten auch hin. Und in dem Fall sind in diese Analyse eingeflossen einmal die Patienten, die in dem Dosis-Eskalationspart drin waren, die Patienten, die in dem Expansionspart drin waren, also die dann eine fixierte Dosierung bekommen haben mit 300 Milligramm. Und da sieht man, das sind dann 56 Patienten für eine wirklich sehr, sehr seltene Population. Das ist die D842V-Population. Es gibt noch die Sicherheitspopulation, die allerdings muss man mit ein wenig Vorsicht auch betrachten. Da sind natürlich Patienten drin, die vielleicht eine Progression hatten und nach relativ kurzer Zeit in der KIT-mutierten GIST auch ausgeschieden sind.
Das heißt, die Safety-Population hat eine sehr viel geringere mediane Behandlungsdauer, als das in dieser Kernpopulation der Fall war. Also erstens ist es so, dass man sieht, dieser Waterfall-Plot, der Traum eines jeden Onkologen, also alle Balken bis auf diesen ersten gehen nach unten. Fast alle Patienten haben eine partielle Remission. Also das ist total irre. In allen Dosen hat man dann in der abschließenden Analyse einen klinischen Nutzen gehabt. Die mediane Zeit bis zur Remission, also innerhalb von 2 Monaten hat man in der Regel auch schon eine Remission erreicht. Also das ist sicherlich in der Sarkomwelt ganz außergewöhnlich. Man hat in der Zwischenzeit jetzt nach längerer Follow-up-Zeit auch eine mittlere Dauer der Response gehabt. Und das ist etwas höher als das, was wir für Imatinib, also KIT-mutierte GIST, kennen. Also Exon 11 ist, glaube ich, bei 20, 22. Also es ist wahrscheinlich noch potenter, ist ja auch noch homogener. Es ist eine einzige Substitutionsmutation, während das bei KIT-Primärmutationen ja auch noch andere sind. Und ja, das mediane progressionsfreie Überleben, 34 Monate. Ursachen für die Unterbrechung waren in dem Fall 23% behandlungsassoziierte Nebenwirkungen. Und das waren dann in dem Fall, und das ist jetzt auch das eigentlich der wichtigste Punkt, wer auch immer das gibt, muss die Daten kennen im Interesse der Patienten, nämlich neurokognitive, neuropsychiatrische Nebenwirkungen. Genau, also hier sieht man nochmal, das hier war das mediane progressionsfreie Überleben von Patienten mit KIT Exon 11, 24 Monate, also es ist noch potenter. Genau. Medianes Overall Survival wurde auch noch nicht erreicht. Auch hier nach 36 Monaten immerhin 60% der Patienten noch am Leben. Die waren in dieser anderen Analyse ja fast alle Patienten verstorben. Genau. Wenn man sich das anschaut, wie potent das ist, ist auch noch mal völlig klar, dass die Therapieadhärenz der Patienten, also erstens, die Patienten überhaupt zu entdecken, ist von ultimativer Wirklichkeit, also Wichtigkeit. Das heißt, um noch mal zu dem Anfang zurückzukommen, die molekulare Charakterisierung muss jeder GIST-Patient haben, der eine fortgeschrittene Erkrankung hat oder Kandidat für eine medikamentöse Therapie ist. Denn wenn man es nicht weiß, können die Patienten die Therapie nicht haben. Wenn man mit den Nebenwirkungen nicht vorsichtig ist, kann es passieren, dass Patienten unfreiwillige Therapiepausen machen müssen, längere Therapiepausen machen müssen. Und damit riskiert man eben auch diesen wahnsinnigen Überlebensvorteil, den die Patienten haben. Da gab es im letzten Jahr nochmal eine Arbeit, die letztendlich die Behandlungs- und auch Nebenwirkungsbehandlungsstrategien zusammengefasst haben. Im Oncologist kann ich auch empfehlen, ist eine gute Arbeit. Da werden auch nochmal diese wichtigsten Toxizitäten diskutiert und wie man reagieren soll. Das Thema kognitive oder neurokognitive Nebenwirkung ist ja etwas, Peter, das wirst du ja auch bestätigen, das ist also so dieses Gleevec Brain oder sowas, das ist etwas, das geisterte immer ein bisschen rum. Und ich persönlich habe immer so den Eindruck gehabt, dass das mehr so ein subjektiver Eindruck von Patienten war. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass es einfach dass für viele Medikamente auch diese quasi lebensumschmeißenden Veränderungen, die so eine Erkrankung manchmal mit sich führt, Patienten so aus ihren geordneten Alltagen rausholt. Aber in der Phase-1-Studie war es so, dass als die ersten Berichte kamen, dass Patienten sich komisch verhalten haben oder auch Sachen berichtet haben, haben wir erstmal so gedacht, ist das wirklich, hängt das wirklich mit dem Medikament zusammen? Für viele dieser Effekte gibt es auch keine gute Nomenklatur. Und die CTC-AE-Kriterien, die wir in Studien immer anwenden müssen, die sind teilweise auch decken das nicht gut ab, welchen Impact das für die Patienten machen kann. Also das sind die Sachen, die in dieser Arbeit auch angeführt werden. Also Erinnerungsstörung, also Merkfähigkeitsstörung, Verwirrtheit. Das fällt ja eigentlich in kognitive Störungen rein, aber es wird halt nicht unterschieden. Enzephalopathie, das ist alles so Bezeichnungen, die ineinander übergehen. Was es aber in sehr seltenen Fällen eben auch mal gegeben hat, sind Blutungen, also intrakranielle Blutungen. Gibt es auch wenig Zweifel, dass das durch Avapritinib gekommen ist. Ist halt trotzdem selten. Und man muss einfach in dem Fall aus meiner Sicht dem Patienten immer das einmal sagen. Es ist eine seltene Nebenwirkung. Es gibt keine Alternative. Insofern
hätte ich auch keinen Zweifel für mich selber, das zu nehmen. Wichtig ist, aufzuklären, wenn Sie akut auftretende Kopfschmerzen haben, dass man einfach daran denkt, dass es eben auch mal eine Hirnblutung sein kann. Die Patienten, soweit ich weiß, die in dem Fall eine Hirnblutung hatten, die wurden alle also entsprechend versorgt. Keiner ist an der Hirnblutung verstorben von den wenigen Patienten, die das hatten. Aber das ist halt eine Nebenwirkung, die muss man als Patient aufklären. Was wir man kann es nicht deutlich genug sagen. Wie gesagt, die Subsumierung der verschiedenen Probleme unter entsprechende terminologische Kategorien ist etwas problematisch. Hier muss man sehr breit denken, sehr breit anamnestisch und, ich betone ausdrücklich, fremdanamnestisch vorgehen. Man muss bei diesen Patienten immer darauf achten, dass die nicht alleine in die Sprechstunde kommen, sondern in Begleitung kommen, weil sie müssen zwingend die Lebenspartnerin mit befragen, um solche Nebenwirkungen sorgfältig zu evaluieren. Das ist den Patienten selber nicht notwendigerweise geläufig, sondern es kann sein, dass der Lebenspartner eben Dinge merkt oder fällt ihm auf, die dann zur Sprache kommen müssen, die vielleicht dem Patienten selber entgangen wären. Also Fremdanamnese ist hier unverzichtbar. Genau, und die Tatsache, dass es da teilweise auch schwere Nebenwirkungen gibt, auch Leute, die über viele Monate also fast Alzheimer-artige Nebenwirkungen oder klinische Bilder haben, das sollte sie jetzt nicht davon abhalten, diese Therapie zu machen. Im Gegenteil, das sind häufig Patienten gewesen aus einer Zeit, als wir noch gar nicht wussten, wie wir am besten reagieren oder auch nicht aufmerksam genug waren, dass sowas passieren kann. Meine aktuelle Erfahrung aus den letzten Jahren ist die, wenn man aufmerksam ist und frühzeitig auch eine echte Therapiepause macht, und deswegen war es so wichtig, was du, Peter, eben nochmal gesagt hast, die Wirksamkeit ist extrem wichtig, man kann Pausen machen, weil in der Regel diese Tumoren auch so stark eingeschränkt sind durch diese Hemmung, dass man problemlos 2 Wochen Therapiepause machen kann und auch problemlos eine Dosisreduktion machen kann. Also Dosisreduktion ist etwas, das würde ich in jedem Fall in Betracht ziehen. Am wichtigsten ist aber erstmal bei jeglicher Form, auch bei leichter Form von Merkfähigkeitsstörung, bei irgendeiner neuropsychiatrischen, neurologischen Veränderung, ich würde immer mindestens 2 Wochen Pause machen. Für praktisch alle Patienten. Ja. Definitiv. Und man wird dann auch eine Dosis finden, die für den Patient verträglich ist. Was nicht passieren darf, da gibt es ja auch eindrucksvolle grafische Darstellungen. Wenn man die Therapie dauerhaft beendet, ist das mit einem sehr zeitnahen Ableben des Patienten vergesellschaftet. Es gibt keine zweite Chance, keine zweite verfügbare Substanz. Beendigung von Avapritinib beim metastasierten D842V mutierten GIST ist ein zeitnahes Todesurteil. Das darf man nicht vergessen. Also alle Bemühungen, die Therapie dem Patienten verträglich zu gestalten, Pause, Dosisreduktion etc., muss unternommen werden. Ansonsten gibt es keine alternative Option. In dem Kontext, also Peter, du und ich ja auch, wir stehen immer zur Verfügung, wenn jemand Fragen hat oder die Patienten sind so selten. Sie können uns gerne anrufen, wenn es dazu Beratungsbedarf gibt. Ich werbe auch dafür, wir haben eine Registerstudie für diese Patienten, weil wir auch die Resistenz erforschen. Bringen Sie die Patienten, stellen Sie die gerne einmal bei uns vor, dass die in dieses Register aufgenommen werden können. Also das hat jedenfalls dazu geführt, dass wir jetzt eben das Avapritinib auch in den ESMO-Guidelines enthalten haben. Vielleicht zum Abschluss noch, bevor wir in die Diskussion gehen. Ursprünglich war das Avapritinib ja auch entwickelt worden, um Patienten mit KIT-mutierten GIST, also auch der gesamten KIT-PDGFR-mutierten GIST, eine Behandlungsalternative zu bieten. Deswegen ist ja eine große Phase-3-Studie, die Voyager-Studie, durchgeführt worden, die jetzt vor einigen wenigen Monaten im JCO
publiziert wurde, also in dem Fall, wir hatten es schon gehört, aktiver Behandlungsarm, also Challenge von Regorafenib, Medikament, was wir wegen des schwierig zu handelnden Nebenwirkungsprofils gerne mit was besser Verträglichem ersetzt hätten. Und das war eine große Studie, knapp 480 Patienten. Kurze Nachricht dabei war eben das, Peter hat es schon gesagt, tatsächlich war nominell Regorafenib sogar etwas besser als Avapritinib. Avapritinib hat auch eine Wirksamkeit gehabt, das war also nicht wirkungslos, aber es war eben nicht so gut, wie die Phase 1, 2 Daten hatten erwarten lassen. Also eigentlich waren so die kleineren Kohorten, die behandelt worden waren, die lagen im Median so bei 8,5 Monaten. Tatsächlich war es jetzt in dieser großen Studie dann aber nur 4 Monate, was leider deswegen eine große negative Studie war. In dem Fall war es so, dass es auch noch eine Crossover-Analyse gab. Da war es so, dass Patienten teilweise auch doch noch einige längere Monate profitiert haben von so einer Therapie. Es ist in Deutschland nicht zugelassen. Also das hat jetzt in Deutschland wenig Konsequenz. Ich selber wende es auch außerhalb der Zulassung nicht an. Auch insbesondere, wenn es eben Alternativen gibt. Aber genau, aufgrund der Preise des Medikamentes wäre ich einfach sehr vorsichtig, ohne Genehmigung der Krankenkassen sowas einzusetzen. Und genau, Peter, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sehe es genauso. Ich wollte noch eins ergänzen, vielleicht zum Abschluss jetzt zum Avapritinib. Die Daten sind ja nur wirklich, du hast mehrfach betont, kann mich dem nur vollumfänglich anschließen, extrem überzeugend. So ein Waterfall-Plot hat man seltenst, wenn überhaupt, jemals gesehen. Ich möchte es nur ganz kurz unter dem Aspekt nochmal aufgreifen. Wir hatten vorher die schwierige, angerissene Diskussion zur placebo-kontrollierten Studie. Kann aus naheliegenden Gründen hier jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber wir haben an der GBA-Diskussion teilgenommen und da war schon die sehr kritische Frage, was ist denn der adäquate Vergleichsarm? Das ist eine nicht randomisierte Studie, es gibt keinen Vergleich mit Placebo. Und wie gesagt, ohne jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber die Diskussion war nicht trivial. Ich will damit nicht sagen, dass die Finanzierung hier gefährdet gewesen wäre, aber die Frage wurde schon mit großer Werf vorgetragen, so nach dem Motto, warum haben Sie denn keine placebo-kontrollierte Studie gemacht? Die war schon sehr intensiv, die Diskussion, also das nur nochmal im Nachgang zu vorher. Und die Daten sind ja wirklich so, dass man eigentlich eine placebo-kontrollierte Studie jetzt ärztlich-ethisch sich extremst schwer getan hätte zu machen. Aufgrund der Phase 1 Daten, also wenn der Vorschlag gemacht worden wäre, 100% Clinical Benefit Rate, jetzt machen wir eine randomisierte Studie versus Placebo, das wäre eigentlich nicht akzeptabel gewesen. Also das nur zum Abschluss nochmal von der vorherigen Diskussion. Du hattest vorhin schon mal angedeutet, also Sie wissen vielleicht alle, wir untersuchen ja meist nur Exon 12 und Exon 18 bei PDGF-Rezeptor Alpha, weil das der Ort der typischen Primärmutationen ist. Was wir gefunden haben bei Patienten, die auf Avapritinib nicht mehr angesprochen haben, in Postprogressionsbiopsien, aber auch im Plasma, waren eben Resistenzmutationen, ganz ähnlich wie die wir auch bei KIT-mutierten GIST sehen, also zum Beispiel die V654A, also die Exon 13-Mutation, ist in dem Fall das Korrelat im PDGF-Rezeptor, das V658A, also dass wir ganz ähnliche Resistenzmechanismen gefunden haben, wie es für KIT eben auch gibt. Das heißt, das muss man wissen, im Moment hat es keine Konsequenz, weil es noch keine Medikamente gibt, die wir auf diese Resistenzmutationen loslassen können. Aber das wird es ja vielleicht in den nächsten Jahren geben. Und deswegen werden die neueren Panel in dem Fall sicherlich auch diese Exone mit in die Diagnostik einschließen. Hier sieht man nochmal, dass es leider für Ripretinib bei diesen Patienten, die erstens ist Ripretinib kein guter D842V-Inhibitor in vitro, aber es überwindet auch nicht die Resistenz für die Patienten, die unter Avapritinib progredient sind. Genau, und damit
Peter, kommen wir jetzt zum Ende. Wir sind nur wenige Minuten über der avisierten Zeit. Wir haben ja auch ein paar Minuten später angefangen. Vielleicht willst du noch mal zusammenfassen, was wir jetzt quasi revidiert haben, und dann können wir eigentlich den Flur auch öffnen oder das Podium. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Sebastian. Also ist, glaube ich, klar geworden oder war allen schon klar, die molekulare Pathologie ist hier von größter Bedeutung. Die Kenntnis der Mutation, der zugrunde liegenden Mutation ist absolut unverzichtbar. Wir sind uns beide einig und haben das ja auch jetzt mehrfach betont. Die Behandlung eines Patienten mit GIST ohne Kenntnis seiner zugrunde liegenden Mutation ist nicht vertretbar. Ich würde das drastisch formuliert als einen gravierenden Kunstfehler bezeichnen. Die Unkenntnis der Mutation erlaubt keine Behandlung bzw. eine sinnvolle Betreuung des Patienten. Wir haben mit Ripretinib jetzt auch in der Apotheke verfügbar einen unzweifelhaften neuen Goldstandard in der Viertlinie. Die Aussage ist global zu verstehen. Ripretinib ist noch nicht in allen Ländern Europas jetzt verfügbar. Zugelassen ja, aufgrund des EMA-Beschlusses, aber noch nicht faktisch verfügbar. Wir haben Anfragen schon erlebt, jetzt aus anderen europäischen Ländern, ob wir gegebenenfalls hier für ein paar Wochen überbrückend unterstützen können, was wir natürlich gerne tun. Also Zulassung ja, Verfügbarkeit noch nicht überall. Der Versuch Ripretinib in der Zweitlinie bei der sehr guten Verträglichkeit und Wirksamkeit als dem Sunitinib überlegen zu etablieren, hat aus noch nicht im Detail abschließend bekannten Gründen nicht funktioniert. Sunitinib bleibt der Goldstandard in der Zweitlinientherapie, ebenfalls am Rande erwähnt. Regorafenib bleibt bei diesbezüglicher Unterlegenheit von Avapritinib ebenfalls der Goldstandard in der Drittlinientherapie. Wir haben eine extrem wirksame Therapie für die D842V-mutierten GIST. Sebastian hat mehrfach betont, auch wenn das sehr selten ist, das Übersehen dieser Mutation kostet den Patienten möglicherweise mehrere Lebensjahre, ist also inakzeptabel. Das heißt, wir müssen zwingend nach dieser Mutation suchen und, wenn wir sie identifizieren, den Patienten entsprechend behandeln. Hier liegt das Hauptaugenmerk auf der nicht unproblematischen Nebenwirkungskonstellation mit diesen neuropsychiatrischen, psychologischen etc. etc. Nebenwirkungskomplex. Der ist heikel. Bedarf der Anamnese und der Fremdanamnese. Und hier ist die Therapiepause und die Dosisanpassung von allergrößter Wichtigkeit. Abschließend Adherence, also Durchführung einer entsprechenden Therapie, Durchführbarkeit, Machung einer entsprechenden Therapie durch Nebenwirkungsmanagement, Pausen, Dosis, Individualisierung etc. ist unmittelbar und streng mit dem Überleben der Patienten korreliert. Schlechtes Management, schlechtes Überleben. Gutes Management, gutes Überleben. Das würde ich sozusagen als abschließenden Satz jetzt so in den Raum stellen. Und Sebastian und ich freuen uns jetzt beide über Fragen, so die noch vorkommen sollten. Vielen Dank an alle Zuhörenden und dir, Sebastian, für die, möchte ich es nochmal sagen, lieber individuell, persönlich. Wir sitzen nebeneinander, als wir sitzen uns am Bildschirm gegenüber. Ich hoffe, die Zeit kommt wieder und dann können wir noch lebhafter diskutieren, als wir das so virtuell können. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir die Bälle mit dir zuzuspielen. Also jetzt schon mal, auch wenn es noch nicht das Schlusswort ist, vielen Dank für die lebhafte Diskussion und die exzellente Vorstellung der Daten. Ja, wir haben Ja, noch ein paar Michi, Minuten. Danke auch nochmal für das Wort. ja, ich sage ja, ist noch nicht Schlusswort, sondern wir haben auch noch Themen zur Deutschen Sarkom-Stiftung. Da wird Markus Wartenberg gleich noch ein paar Dinge dazu sagen. Aber zunächst mal
Michi, Katrin, wer auch immer von euch jetzt die Diskussion leitet, vielleicht schon gehobene Hände registriert hat oder Chat-Kommentare, wir stehen gerne jetzt zur Verfügung. Bisher gibt es nur ein Lob und Dank für die großartige Zusammenfassung. Ansonsten ist im Chat bisher nichts eingegangen. Daher nochmal der Aufruf in die Runde für Fragen. Ich hab eine Direktnachricht von Silke Cameron, die nochmal fragte, was es Neues zu Wildtyp gibt und was es mit Checkpoint-Inhibition bei GIST. Peter, willst du die erste und ich die zweite oder umgekehrt? Du kannst ja eine aussuchen. Das sind beides jetzt keine sehr prickelnden Themen. Da kann man jetzt leider nicht sehr viel Positives berichten. Ich wäre geneigt gewesen, dir beide Antworten zu überlassen. Kann aber auch beide gerne schon mal anreißen und du äußerst dich dann auch noch mal dazu. Also Wildtyp, da ist, glaube ich, die Hauptsache die, das hattest du eingangs schon gesagt, Wildtyp ist vielleicht nur in der Hälfte der Fälle wirklich Wildtyp. Das ist, glaube ich, die entscheidende Botschaft. Also der Befund, ja, ist Wildtyp und na, sorry, da gibt es leider nichts. Das ist sicher der falsche Weg. Wildtyp ist eine Diagnose, die ist extremst anspruchsvoll. Da muss man wirklich ins tiefste Detail eindringen. Die End-Track-Fusions sind jetzt leider nicht ganz so häufig, wie wir sie uns angesichts dieses Waterfall-Plots wünschen würden. Aber hier muss man wirklich alles gucken und darf nichts übersehen. Es gibt FGFR-Aktivierungen, die hier mal unter Umständen dann auch therapeutisch hilfreich sein können. Aber wenn man wirklich gar keine Mutation findet, dann ist es in der Tat extrem problematisch. Und so eine wirklich zündende Therapieempfehlung können wir da, ich fürchte, beide nicht aussprechen. Ja, vielleicht in Ergänzung und noch. Inhibition beim GIST ist auch ein eher düsteres Thema. Also außerhalb von Studien bin ich der Meinung, sollte man die Finger davon lassen. Also ich würde das komplett ablehnen, auch auf Anfrage der Patienten. Es gibt Kombinationsstudien, wo nicht klar ist, ob der TKI den Effekt hat. Es gibt, glaube ich, eine Arbeit, wo es eine alleinige PD-1-CTLA-4-Kombination gibt. Da gab es vereinzelte Patienten, wo vielleicht ein Effekt zu sehen war. Nichts davon rechtfertigt im Moment den Einsatz dieser Therapien und für mich würde dramatisch überwiegen, dass man sieht, dass Patienten eine Progression kriegen und auch eine Hyperprogression und dann tot sind. Also ich glaube, das Risiko, das muss man wissen, wenn man die TKIs wegnimmt, ist total hoch, dass die Patienten sehr schnell tot sind. Ich habe noch eine Frage und zwar Silvia Hofer, Grüße erstmal, sie fragt, gibt es Ideen zur Ätiologie der kognitiven Störungen? Ja, das ist eine super Frage. Also du schlägst hier vor Bildgebung oder Autopsie. Es gibt keine Autopsien, die mir bekannt sind. Es gibt allerdings aus den Studien, die zu Avapritinib gemacht wurden, gab es regelhafte MRTs. Und es war auch verpflichtend, dass die MRTs bei solchen neurokognitiven Veränderungen nochmal untersucht wurden. Es gab keine fassbaren Veränderungen, also das, was man in den präklinischen Tierversuchen gesehen hat, so Mikroeinblutungen, konnte man nicht rekapitulieren. Wir haben es auch nicht gesehen. Es gibt schon Hinweise, dass der PDGF-Rezeptor in der Neurophysiologie eine Rolle spielt. Also es kann durchaus sein, dass es tatsächlich eine PDGFR-spezifische Wirkung ist. Ist aber Spekulation. Eins ist klar, seit wir jetzt wissen, dass es diese Veränderungen gibt, wird das Ziel für jede weitere Substanz die sein, dass man versucht, die Blut-Hirn-Schranke zu blockieren für diese Substanzen. Ja, also wichtig vielleicht nochmal, klang ja mehrfach an, die sehr seltenen Hirnblutungen haben mit der kognitiven, neuropsychologischen Nebenwirkungskonstellation nichts zu tun. Ja, die MRT-Bilder braucht man bei entsprechender klinischer Symptomatik dann, um die Blutung zu diagnostizieren. Aber für diese neurokognitiven Nebenwirkungen, daraus ergibt sich nichts.
da sieht man definitiv kein Korrelat und das klinische Korrelat ist nicht die Folge einer vielleicht übersehenen Einblutung, sondern wie du gerade sagst, Sebastian, wahrscheinlich über die PDGF-Rezeptor-Alpha-Inhibition. Das wäre jetzt naheliegend, weil wir es bei keinem anderen TKI in dem Ausmaß zumindest auch nur annähernd gesehen haben, muss es an der extremen Potenz liegen. Und viele Nebenwirkungen von TKIs sind ja bei genauerer Betrachtung eigentlich keine Nebenwirkungen, sondern Wirkungen, unerwünschte Wirkungen. Ich meine, die Hypothyreose beim Sunitinib ist ja keine Nebenwirkung. Das ist eine Wirkung durch RET-Inhibition, die wir halt gerne nicht wollen, aber halt in Kauf nehmen müssen. Und ich würde am ehesten erwarten, dass was bei dem Fall auch um eine, dass sich um eine Wirkung handelt aufgrund der hochpotenten PDGF-Rezeptor-Alpha-Inhibition, die wir gerne vermeiden würden, die aber halt im Paket einfach mitkommt. Und Blut-Hirn-Schranke ist hier sicherlich der naheliegende Weg, die zu inhibieren. Wir nehmen also gedanklich jetzt aus unserem Regal einen potenten Blut-Hirn-Schranken-Inhibitor, der keinen Einfluss auf den Metabolismus von Avapritinib hat, geben das dazu und das Problem ist vom Tisch. Oder, Sebastian? So machen wir es. So ist es. Genau. Gut. Also nicht, dass das jetzt jemand missversteht. Das gibt es so nicht. Ja, ich sehe auch im Chat keine weiteren Fragen. Das deutet entweder auf Erschöpfung hin oder erschöpfende Darstellung. Sebastian, wir gehen mal optimistischerweise von Zweiterem aus, dass wir es alles soweit ganz gut erklärt haben. Oder du die Dinge, die ich vielleicht nicht gut erklärt habe, dann im zweiten Anlauf dann doch noch gut erklärt hast, wie es auch immer dann war. Also bleibt uns jetzt nur noch, Markus, an dich zu übergeben. Was hast du noch zu ergänzen? Ja, vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Sebastian. Erst auch nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide für den fantastischen oder für die fantastischen Vorträge. Ich denke, das war ein guter Auftakt für unsere Online-Symposien in diesem Jahr. Und ich wollte einfach nochmal auf ein paar Punkte hinweisen, die wir so dieses Jahr im Programm oder auf der Agenda haben. Eben, wir wollen gerne in diesem Jahr 6 Online-Symposien durchführen. Das war jetzt der Auftakt. Es werden weitere Termine und Themen dann folgen. Und dafür gibt es ja auch bei uns zum einen diesen Veranstaltungskalender, wo man immer mal reinschauen kann, was es dann an Themen gibt, nämlich die eigenen DSS-Termine. Aber wir haben natürlich dann auch dieses Jahr wieder 2 GISG-Studientreffen. Und was wir in diesem Terminkalender auch immer wieder gerne veröffentlichen, sind natürlich Termine, die aus der Community kommen. Das heißt also, wenn es auch regionale Veranstaltungen gibt oder spezielle Veranstaltungen, dann sind wir auch immer gerne bereit, die hier zu veröffentlichen. Dann, um bei dem Thema, an dem Thema GIST dran zu bleiben, was wir für dieses Jahr planen im Moment mit Hochdruck, ist ein trinationaler GIST-Gipfel. Vielleicht kommt dem einen oder anderen dieses Format bekannt vor. Das gab es schon mal vor einigen Jahren zusammen mit den österreichischen und den Schweizer Kollegen. Haben wir das durchgeführt. Und zwar ist das ein sehr stark praxisorientierter Workshop zum Thema GIST. Geht von Freitagmittag bis Samstagmittag. Natürlich zum einen mit Theorie, aber eben auch mit sehr viel Praxis. So wie ihr beide das ja auch sehr gut eben wieder dargestellt habt. Zum einen den theoretischen Teil, den Datenteil, aber eben auch die klinische Praxis, auch anhand von Fallstudien. Das planen wir dieses Jahr für Mai. Und dann in diesem Jahr natürlich wieder die... Markus, können wir nicht unterbrechen, vielleicht hier noch eine kleine Ergänzung. Wenn jemand zu dieser Veranstaltung jetzt irgendwie ein Thema hat, wo er sagt, da habe ich ganz neue spannende Erkenntnisse und würde gerne da einen Beitrag leisten, würde vielleicht gerne 10 Minuten dies oder jenes Thema vorstellen oder so, dann bitte sich melden. Die Rednerliste in Anführungszeichen ist da noch nicht festgeklopft. Also wer sich da auch aktiv einbringen möchte, im Sinne von, würde gerne da auch was Aktives beitragen, dann ist jeder herzlich eingeladen, sich da zu äußern und zu sagen, ich würde gerne das und so weiter.
dann schauen wir, wie wir es unterbringen. Wir haben durch das Zeitformat sicherlich da ein bisschen Spielraum, auch noch Dinge mit aufzunehmen. Insofern alle herzlich eingeladen, da gegebenenfalls mit speziellen Ideen noch zu noch Ergänzungen vorzuschlagen. Ja, prima, vielen Dank. Dann natürlich dieses Jahr wieder unsere SACOM-Konferenz. Die wird in diesem Jahr voraussichtlich eben nicht in Berlin, sondern in Mannheim stattfinden. Und diesmal, die letzte SACOM-Konferenz hatten wir jetzt gerade ja im November in Berlin. Und wir haben jetzt dieses Jahr schon ein Datum festgelegt, 22. bis 24. September in Mannheim. Und vielleicht nochmal für die, die es nicht kennen, das ist tatsächlich seit vielen, vielen Jahren der jährliche Treffpunkt der deutschsprachigen SACOM-Community. Da geht es natürlich um Wissenschaft, da geht es aber auch um Kooperation, um Qualität, um ganz unterschiedliche Aspekte, die wir da in der Regel dann von Donnerstagmittag bis Samstagmittag sehr, sehr intensiv diskutieren, auch sehr interaktiv diskutieren. Also das schon mal so ein bisschen als Terminvorschau. Auch hier eine kleine Ergänzung von mir. Für alle, die sich jetzt fragen, warum ist es denn in Mannheim? Wir hatten doch eigentlich mal besprochen, dass das immer in Berlin stattfindet. Es gibt dieses Jahr, da will ich jetzt nicht mehr vorausverraten, aber es gibt spezifische Gründe, es gerade dieses Jahr in Mannheim zu machen, sodass die Location hier einfach gesetzt war für 2022. Ja, also das soweit mal zu Terminen. Wir sind auch natürlich sehr aktiv unterwegs im Patientenbereich. Im Patientenbereich kennen viele von euch ja mittlerweile diese sogenannten Patienten-Online-Seminare oder Webinare. Da haben wir mittlerweile schon, glaube ich, fast 40 gemacht. Die kommen wahnsinnig gut bei den Patienten an. Auch da haben wir immer wieder neue Themen und da freuen wir uns auch immer wieder auf ganz spannende Themen oder auch Input. Auch vielleicht mal neue Themen, die wir auch gegenüber den Patienten spielen können. Also auch da im Patientenbereich passiert sehr, sehr viel und auch da findet man auch auf unserer Homepage immer wieder die ganzen Informationen bezüglich Patientenseminare. Was neu ist, gerade vielleicht die nächste Folie nochmal einblenden. Wir haben im letzten Jahr sehr intensiv auch diskutiert und das war ja immer auch so ein bisschen Credo der Deutschen SACOM-Stiftung, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Mitmachorganisation sein. Und diese Mitmachorganisation haben wir insofern jetzt weiter vertieft in Richtung von Arbeits- und Projektgruppen. Die haben wir also im letzten Jahr mit der SACOM-Konferenz eingeführt im November. Und diese Arbeitsgruppen sind jetzt gerade dabei, sich zu konstituieren und sich auch jetzt im ersten Quartal zu treffen. Wer jetzt Interesse an bestimmten Themen hat, ich sage mal nochmal hier, die eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem Thema Knochensarkome. Dann wird es eine Arbeitsgruppe zum Thema oder gibt es zum Thema gynäkologische Sarkome. Dann hier das ganze Thema AHB-Reha, was auch für die Patienten ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Dann haben wir noch eine Arbeitsgruppe zum Thema Lokaltherapien und eine Arbeitsgruppe zum Thema Sarkom-Awareness. Also das sind die großen Themen. Da findet man auch in künftig auf der Homepage Informationen, was diese Arbeitsgruppen warum, in welcher Form machen, wann sie sich wo wie treffen. Und da wird auch gerade eingeblendet von Michi Geisler, wo man sich wie anmelden kann, wenn es um diese Arbeitsgruppen geht. Also das sind wirklich Arbeitsgruppen, wo es darum wirklich geht, mitzumachen, mitzuarbeiten, sich einzubringen und gewisse Themen und gewisse Dinge voranzutreiben. Also zum Beispiel Thema Sarkom-Awareness, da wird es sehr stark darum gehen, welche Themen sind für uns vordringlich, wenn es um das Thema Sarkom-Awareness geht. Also es geht aus unserer Sicht nicht darum, dass ganz Deutschland lernen kann und lernen muss, was Sarkome sind. Dafür haben wir überhaupt nicht die Ressourcen und auch die Möglichkeiten. Aber es geht darum, spezielle Themen herauszuarbeiten, die wir dann in Information und Kommunikation spielen können zum Thema Sarkom-Awareness. So, und die letzte Folie nochmal ganz wichtig. Wir müssen und wollen diese Sarkom-Stiftung nicht nur aufbauen, sondern wirklich auch weiter vorantreiben, größer machen, erfolgreicher machen. Und dafür brauchen wir letztendlich finanzielle Mittel. Wir haben ein sehr intensives Fundraising-Konzept, was, wie man hier sieht, mit sehr verschiedenen Bausteinen arbeitet, wo wir versuchen, das notwendige Geld, was wir brauchen, damit wir diese SACOM-Stiftung betreiben können, zusammenzubekommen.
Aber ein Appell auch nochmal, ganz wichtig, jeder hat Möglichkeit, hier in der Sarkom-Stiftung Förderer zu werden. Wir haben mittlerweile weit über 300 Patienten, die bereits Förderer sind. Wir haben auch mittlerweile etliche Mediziner, die Förderer sind. Aber wie gesagt, auch da schauen Sie bitte nochmal auf die Homepage. Sie haben eine Möglichkeit, hier eben nicht nur mitzumachen, sondern mitzufördern, sodass wir zum einen natürlich die Projekte und die Dinge, die wir hier in der Stiftung machen, vorantreiben können. Aber das Ganze hat natürlich auch zu tun mit der Sichtbarkeit und mit der Stärkung der Sarkom-Community insgesamt. Ich glaube, das war es jetzt mal so zum Abschluss. Peter, möchtest du noch was ergänzen? Nein, ich denke, du hast schon Hinweis gegeben auf das Programm im Laufe des Jahres. Vielleicht nur noch, das ist natürlich noch nicht erschöpfend. Und wir haben ja gesagt, das heutige Online-Symposium war das erste im Jahr 2022. Da werden natürlich einige noch folgen. Wir werden sehen, inwieweit wir dann auch persönlich Anwesenheitsmeetings im Verlauf der kommenden Zeit wieder aufnehmen kann. Wir sind sehr zuversichtlich, was die Sarkom-Konferenz im September angeht, dass wir die wie glücklicherweise auch im vergangenen Jahr in Anwesenheit ausrichten können. Da bleiben wir natürlich optimistisch. Und ansonsten kann ich mich deinen Aussagen nur vollumfänglich anschließen. Wer mitmachen möchte, der ist herzlich eingeladen, sich einzubringen, auch in die gerade nochmal gezeigten neuen Arbeitsgruppen. Es sind natürlich keine Ausschließlichkeitsansprüche im Sinne von mit dem Thema darf sich nur diese Arbeitsgruppe beschäftigen. Jeder darf sich mit jedem Thema beschäftigen. Wünschenswert wäre, dass die Beschäftigungen und Initiativen möglichst gebündelt erfolgen. Und dass man guckt, wo man Synergien findet und vielleicht gemeinsam Dinge bewegt, die man einzeln möglicherweise nicht so gut bewegen kann. Also hier wäre wirklich der Aufruf zur aktiven Mit- und Zusammenarbeit. Und ich könnte mich jetzt nicht erinnern, Markus, wann wir einen guten Kooperationsvorschlag, aus welchen Gründen auch immer, zurückgewiesen hätten, so nach dem Motto, gerade du darfst aber hier nicht mitmachen. Das gibt es in der Form nicht. Also, wie gesagt, wer sich einbringen möchte, ist herzlich eingeladen. Ja, in diesem das Sinne. Das wäre so mein Schlusswort zur Stiftung. Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Wer heute mitgemacht hat durch Zuhören, dem sei an der Stelle nochmal für das Interesse gedankt. Im Namen des gesamten Vorstandes der Deutschen Sarkom-Stiftung habe mich für das große Interesse gemeinsam mit Sebastian ja schon geäußert, hat großen Spaß gemacht. Wie gesagt, man wäre jetzt gerne in einem Raum zusammengesessen, würde jetzt noch den einen oder anderen Korken knallen lassen. Das müssen wir jetzt alle in welcher Form auch immer privat tun. Aber war schön, wir haben es gern gemacht, machen es auch gerne wieder und wir haben ja auch einige Termine jetzt schon angerissen und es wird noch eine ganze Menge mehr geben. Wer konkrete Vorschläge hat, so nach dem Motto, können wir nicht mal über das oder jenes Thema reden, ich hätte da auch schon eine Idee, bitte äußern Sie die Ideen dann, melden Sie sich, wir können eine ganze Menge bewegen. Die Technik ist vorhanden, das Interesse auch, also wer möchte, der kann dann auch. Sebastian, von dir auch noch ein Schlusswort. Alles ist gesagt worden. Ich muss sagen, auch ich hätte es auch gerne persönlich gemacht. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass es die Option gibt, dass man sich so rasch mal für 2 Stunden aus ganz deutschsprachig Europa zusammentun kann. Das ist etwas, diese Option werden wir auch nicht aufgeben. Und ich glaube, wir alle werden immer noch uns verbessern, was so die aktive Teilnahme betrifft. Aber ich finde, dass das jetzt eine wichtige Einrichtung ist, die wir da geschaffen haben. Danke an die Sarkom-Stiftung, an das Team, das alles zu organisieren. Gut, das war's dann, glaube ich, auch mit den Schlussworten. Vielen Dank an alle. Schönen Abend noch und bleibt alle gesund. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.